Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen wieder zu einem neuen hundigen Livestream. Mit dabei ist heute das Zockerbrötle. Hallo. Und wo ist denn überhaupt unser Sohnemann? Warte mal, wir müssen mal unseren Sohn suchen. Ich glaube, der ist in seinem Zimmer. Sohnemann, ist der nicht in seinem Zimmer? Bleibt er da wohl drin? Zimmer. Schau, ja, da ist er. Ja, komm raus aus dem Zimmer. Das ist kaputt. Ja, das wissen wir. Ja komm, wir gehen heute. Das ist kaputt. Ja, Leute, und ist blöd. Butti ist natürlich auch dabei. Er ist heute unser Sohnemann. Und wir werden heute ein bisschen Familienausflug machen. Und liebe Leute, wenn ihr richtig Bock drauf habt, lasst es mich wissen. Haut Hashtag aktiv in den Chat. Lasst ein Like da und abonniert und aktiviert das Glöckchen. Ja, bitte. Bei mir ist gerade bei OBS gestanden, Verbindung unterbrochen. Ist das normal? Das kann passieren, wenn. Wenn dein Internet gerade blöd ist. Aber bei mir geht es gerade, glaube ich. Es ist mir noch nie passiert, aber ich habe jetzt nochmal gestartet. Hallo! Aber hier steht es verbunden. Also, bei mir geht alles. Ja. Das kann sein, dass es ein bisschen, Leute, Internet nicht so gut ist. Das so ist Putti. Das Zimmer von Putti, ja, genau. Das ist Putti sein Zimmer, ja. Wir können, weil das Zimmer lassen wir für unseren nächsten Sohnemann da. Guck mal, das ist das Zimmer für unseren richtigen Sohnemann. Genau, ja. Und das ist das nächste Baby. Und für den Putti haben wir nur die Abstellkammer da hinten, gell? Gell, Putti? Ja. Ich bin schwanger. Und sie ist Kopf schwanger, Polst. Genau. Man sieht's, genau. Oder, Leute? Man sieht's, dass sie schwanger ist, oder? Ja. Ja. So, warte, machen wir mal was zu essen. Guck mal, Kinder. Guck mal, wir machen uns was zu essen. So, Kinder. Komm ich auch was? Nein, du kriegst nichts. Du hast schon eine Brausetablette bekommen heute. Du isst den Haferbrei von gestern noch. Ja, du isst den Haferbrei von gestern. Wir kochen da jetzt was Gutes und du kriegst nichts davon. So. Nein, das ist die Strafe, dass du den nicht weggessen hast, ja? Magst du Schokolade? Nein, ich esse jetzt meinen Haferbrei. Ich esse jetzt mal ein bisschen Schokolade aus dem Kühlschrank. Das ist das, was du nicht bekommst. Ja, weil das kriegen nur brave Kinder. Nur brave Kinder kriegen sowas. So gemein. So gemein sind wir, ja. Nicht drauf. Putti Maus, na komm zurück. Wir fahren heute wohin, Putti? Putti, wir machen heute einen Ausflug mit dir. Wir machen heute einen Ausflug mit dir. Einen Ausflug machen wir, ja. Ja, aber machen wir einen Fahrradausflug? Vielleicht. Aber auf die Berge. Aber du musst erst mein Fahrrad reparieren. Hm? Ja, das kann man nicht. Wir müssen ein neues Fahrrad holen. Das ist problematisch. Alter. Black Screen. Mein Gott. So, warte mal, wir rufen mal rüber. Da. Ich lese dann alles vor, Leutchen. So. Heute ist Chaos, Alter. Hier, Leute. Auch im Chat ist gerade Chaos hier. Mit den bei Donations. Mir ist Chaos. Nur Chaos. Dankeschön. Ja, ich hab schon. Leute. Schreibt mal rein, wie findet ihr den Wagen, unseren Family Van? Heute mit dem Butti zusammen. Alles gut. Ist perfekt, oder? Haben wir schon gefixt. Alter, vielen, vielen Dank. Warte, ich gehe nur ganz schön was durch hier. Der Hendrik Hessling ist VIP geworden. CSGLF hat 1 € donated mit Hi. Assassine 5838 Pro Skiller. Dankeschön fürs VIP werden. Nicht vorne. Du sitzt hinten. Hinten reinsetzen, nicht vorne. Brav. Und nicht hinsetzen, genau. Du darfst in der Luft sitzen. Warum sitze ich so komisch? Ja, du darfst in der Luft sitzen. So. Charles, wie machen wir das mit den Donations? Ja, ich kann mich auch muten, wenn du willst. Mir ein Zimmer kaufen. Was willst du jetzt kaufen? Ein Zimmer? Zimmer kaufen. Ein Zimmer? Ja. Warum soll ich ein Zimmer für dich kaufen? Was laberst du? Du hast dir ein Zimmer, ein schönes. Du hast sogar ein Fahrrad im Zimmer. Okay. Mein Gott. Weil ich bin gleich da, ich gehe schnell telefonieren, ja? So, ich gehe ganz schnell hier durch. Ich fahre mal rüber zum Laden. Ey, vielen Dank, Leute, ihr seid abnormal. Leute, das Apollo, haut 1:7 raus, dankeschön. Lustige Videos, danke für den Euro. Xion Hundenase 1:7, ey, danke für den 50er. Er wuppelt raus hier direkt am Anfang. Cherry Boss haut einen 10er raus, aktiv. Was hältst du von dem angeblichen Blackout morgen in Deutschland? Habe ich noch gar nicht gehört davon. Nichts davon gehört, ne? Kann ich leider nichts dazu sagen, weil ich wirklich nichts davon gehört habe. Aber dankeschön, Cherry Boss. Race Aktion, danke fürs VIP werden. Mr. Mushi ist auch wieder dabei. Da Butti, ihr rettet meinen Abend. Danke. Grüße an Zockerbrot und Butti natürlich. Hau ich da gleich raus. Und Luke Gaming, danke für 5 Euro. Mein Hundi, ja, ist auch dabei. Monkey Kill 187, danke fürs VIP werden. Warte, wenn jemand bei den Benzinkanister werden. Mit. Und Z Lyrex haut 1 € raus. Und schreibt, hast du ein paar Tipps für mich, wie ich Leute bei meinem Stream zugucken? Ich habe echt, bin echt ratlos, danke. Einfach unterhalten. Das ist das Wichtigste. Du musst unterhalten können, mein Lieber. Ja, und sei du selbst, sage ich immer. Lea, ey, danke fürs VIP werden. So, jetzt gehen wir mal zurück zu der Familie. Leute, ich lese dann die ganzen Donations später vor. Ich glaube, es ist wieder so viel los. Also nicht wundern, ich lese alle Donations vor. Nur wegen dem RP kann ich nicht
während dem Spielen vorlesen, ne? Das mache ich dann immer so zwischenzeitlich. Also für alle, die jetzt donaten, merkt euch, ich lese die dann später vor, ne? Nur, dass ihr es wisst. So. So, Andreas ist immer noch. Andreas Frisch, dankeschön. Mach Money Rain. Hab Kopfschmerzen. Na gut, da hauen wir Money Rain raus. Geht am Anfang Money Rain, Leute. Prüge mal raus hier. Aber nur ein kleinen, weil ich muss jetzt weitermachen. Jetzt den Steam so, jetzt habe ich telefoniert. Ja? Mit wem? Mit dem Direktor. Warum? Darum. Schau. Heute ist Wochenende. Nein. Nicht deshalb. Weißt du, was unser Sohn gemacht hat? Ja. So. Ja? Steigst du aus, bitte? Ich will aber nicht. Mausel, steigst du auch bitte aus? Müssen wir mal reden. Jetzt reden wir hier aber. Weißt du, was unser Sohn... Mein Papa will mich schlagen. Nein, will dich nicht schlagen. Ach, da ruft sie wieder die Polizei an. Er hat ins Pissoir gekackt. Das Pissoir war verstopft. Das Pissoir war von oben hin verstopft. Ja, und das ist jetzt schon das zweite Mal dieses Jahr. Das zweite Mal. Die haben das ganze Pissoir wegen dir ausbauen müssen. Ja, weißt du, was das uns jetzt kostet? Ja. Wir können jetzt die $350 selber zahlen. Der Installateur hat auch nochmal 300 gekostet. Weißt du, wie das so lustig du ist? Kannst doch nicht zweimal im Jahr ins Pissoir einer Schule hinkacken. Ein Freund hat ein Video gemacht. Nein. Der hat das sogar auf YouTube gestellt. Ja, schön. Das ist super für dich. Ja. So. Da will ich ends mit, Leute. Da will ich ends mit. Ja. So, nehmen wir mal ein paar Sandwiches mit. Na, gleich. Ich schwöre dir, gleich klatscht es. Gleich klatscht es. Nein, hast du nicht. Was? Mhm. Was hast du? Müssen wir die Psychologin wieder anrufen? Nein. Jetzt reicht's mir. So. Jetzt hast du dich ins Auto setzen, jetzt reicht's. Na, jetzt setzen wir dich ins Auto. Na, jetzt setzen wir dich ins Auto, jetzt reicht's mir. Ja, aber weißt du, wie lustig das war? Nein, jetzt setzen wir dich ins Auto. Das war so. Also ich bin hingegangen. Du gehst jetzt ins Auto. Nein. Hör auf. Du setzt dich jetzt ins Auto. Hast du mich jetzt gehört? Du setzt dich jetzt ins Auto. Geht's nicht? Komm. Vorne. Ja, von mir aus, mein Gott. Nein. Na warte, nicht dich ins Auto setzen. Bleib da bitte stehen. Ich muss noch aufdanken. Stimmt, da war noch was. Ich muss ja noch danken, Leute. So. Ja, warum? Ja, gleich sehen wir's. Und ich schwöre dir, dass wenn wir dir von deinem Taschengeld abziehen, du kriegst ja noch einen Euro. Will mir endlich was anderes anziehen. Ja, fahren wir gleich. Wir fahren gleich wohin einkaufen, ja? Gleich ist soweit. Gleich gehen wir was einkaufen. Ich hab gern ins Pissoir gekackt. Ja, das ist super schön. Das ist ein Problem, weißt du? Du kannst das nicht. Du kannst nicht die ganze Zeit ins Pissoir kacken. Weißt du, wie viel uns das kostet im Jahr? Zweimal schon. Zweimal. Ja. Du machst uns doch arm, sag ich dir. Du machst uns wirklich arm. Jetzt denke ich mir so, wir wollen heute mit dir ein bisschen einen Ausflug machen, ein bisschen Spaß haben. Und dann sowas, also wirklich. Mein Gott. Ja, jetzt brauchst du gar nicht weinen da hinten. Das hast du dir selber zu verdanken. Und jetzt ziehen wir dir alles von deinem Taschengeld ab. Ja. Alles. Ist mir egal, ich mach das nicht mehr mit. Aber ich bekomme ja gar nichts. Du hast zweimal in diesem Jahr reingekackt. Weißt du, welcher heute ist? Wir haben den 14. Du hast in zwei Wochen zweimal ins Pissoir geschissen. Wie oft willst du das noch machen? Wie oft? Nein, wirklich, ich versteh's nicht. Na, ich muss da wirklich streng sein mit dir. Es geht ja nicht an. Das sind jetzt. Weißt du, was uns das kostet? Das kostet uns über 1000 Euro, das hat uns gekostet. Und die arme Putzfrau musste sich das ansehen. Oder findest du das lustig, wenn eine Putzfrau das Pissoir sauber macht? Mit einem Schwamm mit ihrer eigenen Hand reinfährt und Scheiße rausholt. Aber wenn die so blöd ist zu mir, wenn die sagt, mein Papi ist schier. Was ist das? Ja, Schwachsinn, ach komm. Die ist so blöd. Ja. Na. Ruhe ist jetzt da hinten. Du bist gerade einfach egal. Ja, so egal. Ja, ich bin gerade mad auf meinen Sohn. Wenn die so blöd ist. Es reicht jetzt, jetzt bist du ruhig. Wir machen jetzt einen Ausflug. Nein, ich meine dich. Hey, was ich? Wo soll ich denn? Weißt du, warum ich das gemacht habe? Okay. Nein, jetzt ruhig. Weißt du, warum? Ich wollte nämlich eine Semmel kaufen. Ja. Beim Schulwart. Ja. Weil ich Hunger habe. Ja. Aber die hat sie mir weggekauft. Die Blöde. Ja, aber das kann sie ja nicht wissen. Ja, aber wenn die vor mir steht und mir die wegkauft und ich hinterher stehe und Hunger habe. Ja, was kann ich dafür, wenn die 100.000 Semmels frisst? Die Mama macht ja eh ein Pausenbrot mit Aufstrich. Ich meine, das ist zwar abgelaufen, aber es heißt ja Mindesthaltbar-Datum, also Mindesthaltbar. Aber den mag ich überhaupt nicht. Ja, mein Gott. Kriegst die Zukunft halt nichts mehr. So blöd. Na, in Zukunft kriegst du nichts mehr. Ich mag kein Brot.
Ja, dann kriegst ich mag nichts. Einen Kornspitz mit Salami. Nein, kriegst auch kein Taschengeld, dann kriegst du auch kein Kornspitz. Nein, aber sorry, gehen. Können wir jetzt wenigstens ja, ganz normal wie eine... Hallo, können wir wie eine normale Familie jetzt hier einfach einkaufen gehen und uns herrichten, wie wir das jetzt brauchen? Du hast angefangen, ich habe ins Pissoir geschissen. Ja, stimmt doch. Naja, was soll ich machen, wenn der Direktor anruft? Ja, einfach nicht abheben. Ja, wenn das schon das zweite Mal diesen Monat ist, also dieses Jahr eigentlich, ja? Das ist das Jahr noch. Ich darf mir aber kaufen, was ich will. Nein. Jetzt. Oh ja. Bitte achte auf den Preis, ja? Das ist wichtig. So. Ich werde mich jetzt wie ein Vater anziehen. Für euch, ja? Ja. Für euch ziehe ich mich jetzt wie ein verantwortungsvoller Papa an. So. Okay. Weil das passt sogar. So, warte mal. Die Hose, oh mein Gott. Ja, beste Hose. Pyjama-Hosen, Alter. Das ist die Sound of a Spende. Nee, sowas, so karierte. Sowas. Danke, der Cherry Boss, für 5 Euro. So keine soll ich mir so ein Kleid anziehen, so übelst. Perfekt. Alter, mit der Kappe darf ich hier ja nicht rumrennen. Darf ich mich wie ein Hells Angels anziehen? Nein. Ruhe ist. So. Ist das Mama genug? Was denn? Nix, passt schon. Ich hab's nicht gesehen. Passt schon, schon okay. Oh mein Gott, so ein Hawaii-Hemd. So. Boah, schaust du eklig aus da hinten. Ich? Ja. Lass mich, ich muss wie ein Papa aussehen. So, Allmann-Papa. Papa Allmann bin ich heute. Das will ich. Papa Allmann. Oh, das will ich! Au, meine Ohren. Nein. Es ist nicht mehr Weihnachten, vergiss es. Das ist ein Einhorn! Ja, mit Schneeflocken. Oh, also. Der Paul hat einen Euro raus! Danke dafür! Jetzt darf ich mir den Bulli kaufen, aber. Danke, Paul! Den Bulli kaufst du heute nicht. Oh ja. So, ich muss noch. Ist es okay, wenn ich schnell zum. Ich mag den aber. Oh, das geht. Cool. Ja, ich muss nur zum Friseur. Ja, aber ich muss auch zum Friseur. Ja, das ist. Perfekt, ja, jetzt machen wir das so. Ich nicht, meine Haare sind so cool. Boah, Totenkopfhose. Mit den Schlapfen. Leute, lasst ein Like da für die Schlapfen. So. Ich warte jetzt im Auto, ja? Ist direkt nebenan der Friseur? Wo ist der Friseur? Ach, der ist eh direkt. Kann ich schnell nebenan fahren oder soll ich noch auf dich warten? Ich bin fertig. Okay. Nee. Schau, wie cool ich ausschau. Ja, ja, passt schon. Das ist perfektes Outfit. Jetzt haben wir noch auf die Mama und dann fahren wir zum Friseur rüber. Ja. Und dann fahren wir rüber. Ich bin eine Mama, die versucht cool zu sein mit leuchtenden Schuhen. Ja. So. Hey. Ja, die Mama holen wir jetzt ab. darf zuerst hier sitzen. Komm. Alle rein ins Mobil. Was hast denn du soll bitte die an? Ich Kappe oben lassen. Fuck. Ja. Ach, ja, der braucht ein bisschen. Ja. Er hat gerade ein bisschen zum Einsteigen gebraucht. Mann! Das ist unser Sohn, der ist nicht der Hellste. Okay. Der braucht ein bisschen länger für alles. Der braucht auch auf dem Klo ein bisschen länger. So. Du stehst zum Friseur und dann geht's ab, dann fahren wir rüber. So. Einen schönen Familienausflug heute. Bitte zieh dir eine Hose an, Frachtwehr. Nee, das ist modisch, ja? Die Hose passt doch. Oh Gott, du, die Haare. Du musst so eine Hose wie mich anziehen, wie meine Hose. Wie mich, wie ja. Ja, ja, ja. Meine Hose. Also ein Deutschlehrer sollte man verklagen, sage ich nur mal so. Ich könnte mir eine Glatze schneiden lassen. Nö. Nein, danke. Nicht? Keine Glatze? So sieht ja super aus. Ein Fokuhila. Hm? Oh mein Gott, Alter, so sieht aus wie so ein Hippie-Papa. Wo ist denn diese Frisur da? Aber was ist so voll Deadline, sowas eigentlich? Das hier oben wird, ja. Ey, das ist richtig Dad-like. Ne, ich glaube, ich mach mal die hier. So. Oh, also. Was ist I? Meine Haare? Ach, bleiben deine Haare so. Meine? Könnten Sie mich in Ihren Privatraum lassen? Nein, hallo? Bleiben deine Haare so? Möchtest du nicht ein bisschen Spitzen schneiden? Nein! Meine Haare sind cool so! Okay? Ja, geh Spitzen schneiden. Meine Haare sind viel schöner als eure. Du kannst dir Spitzen schneiden. Schau, wie ich aussehe! Oh, Papazione! Oh.
Ich sehe aus wie jemand, der in seinem Van so kleine Kinder verzerrt. Ja. Sieht sich aus. Und schau mal, die schlapfen. So, Kinder, jetzt geht's los hier. So. Also, sieht aber auch wie eine Mutter aus hier. Ja. Richtig, richtig Mama-Lein. Erst. So, nicht ins Auto. Hallo, aufhören, nicht ins Auto gehen wollen. Weil ich mach jetzt auf, es braucht ein bisschen. Mhm. Alle einsteigen ins Mobil. Ja. Los geht die Fahrt. Was hast du gesagt zu mir? Was hast du gerade gesagt? Das ist blöd. Kannst gleich aussteigen. Na, mit dir fahr ich. Kurt schaut aus wie Lester. Jetzt fahr ich nicht mehr mit dir. Aus, raus da. Komm. Bitte. Willst du jetzt eine Watschen? Ob du eine Watschen willst? Jetzt. Raus! Bitte. Komm her! Ich will einen Ausflug machen. Ach, so ein undankbares jetzt. Stück. Jetzt mach einen so Ausflug ein mit uns. So undankbar. Der letzte Ausflug ist schon so lange her. Ich glaube, der war im Oktober oder wann? Ja, das war jetzt schon länger. Ja, das stimmt so. Nochmal. Ja. Ja. Fahr mal, würde ich sagen. Ja, mach ich jetzt auch. Hast du gehört? Du schaust aus wie Lester. Ich weiß, ja, ich weiß. Lass mich aus. Was denn? Nix, egal. Hast du einen Führerschein oder hab ich den Führerschein? Anscheinend keiner von euch. Ja, ja. Komm. So, wir fahren jetzt aufs Land, Leute. Die Landluft bitte gut tun und dann geht's auf ins. Ach, lass mal's lieber. Gibt's da Playstation? Was gibt's da? Playstation? Eine was? Eine Playstation 4? Was ist das? Na, eine Playstation? Meinst du Playstation? Das ist Playstation. Jahrelanges. Alter, was machen deine Lehrer mit dir? Sag mal, das ist ja wirklich. Naja, Playstation wirst nicht gerade belehrt damit, aber. Ja, eine Playstation mit? Entschuldigung, der Englischlehrer könnte ihm das schon sagen, wenn man das ausspricht. Saugstauber? So, da gibt's ja Fortnite zum Download. Was ist das? Was ist denn Fortnite? Ah! Scheiße, es bewegt dir einen Blitzsack fahren, du Volltrottel! Erst so. Auf jetzt! Wegen dir bin ich jetzt in einen scheiß Blitzsack fahren. Du scheiß Volltrottel, jetzt raus da, komm, geh mal. Nein. Das zahlst du mir jetzt. Mausel? Hey, Mausel. Nein. Beruhig dich, bitte. Ich beruhig mich. Ist alles okay. Ist alles okay. Nur unser Sohn, du verstehst nicht, unser Sohn. Ja, jetzt halt die Pappen da hinten! Meine Güte! Was schaust du so blöd, ha? Komm, fahren wir's! Komm mal weiter da! Der Polizist! Was schaut so blöd, fahr's weiter, fahr's weißt du, ruhig weiter! Weißt du, ich bin doch so geil in so Familie, einfach so voll fertig. No. Der Blöde! Ja, wirklich. Ich bin dir durch einen Blitzer gefahren. Yay! Der neue Spendensound, endlich! Und ich kann dann alles vorlesen. Für 22 Euro, dankeschön! Und ich lese dann alles vor, wenn ich mal Zeit habe. Und wenn ich außerhalb des RPs bin. Ja, ich bekomme nicht so viele wie du. Du bist ja abgehoben. So. RP? Was ist RP? Wovon redest du? Battle Royale, meinst du? Jetzt gehen wir noch einen Alkohol kaufen, weil ich glaube, sonst halte ich das nicht mehr aus mit dem. Ja, dann lass aber mich fahren. Ich hab mir 10 Euro gegeben. Na, nein, für ein neues Fahrrad. Mein Gott, jetzt wirklich, das ist ja. Wenn du trinkst, dann lass bitte mich fahren. Nein, ich trinke ja nichts. Ich kauf nur einen Maus. Okay, ja, gut. Nur einkaufen für später, weil ich. Nein, du bleibst im Auto sitzen. Du bleibst im Auto sitzen. Aber bitte. Sitzen bleib im Auto. So. Ich schwöre, unser Sohn. Nein, Simon, der gehört überall. Auch so. Nicht mehr. Wie ist ja. Hat er nichts? Was ist denn das für ein Saftladen? Der hat nichts. Wollen Sie mich verarschen? Ernsthaft? Jetzt, da steht ganz fett Pisser. Ja, ja, wirklich. Das ist wirklich eine. Was? Sie haben das. Der hat das umgestellt, der Pisser. Was ein Saftladen. Er verkauft mir nichts. Ja, wir verkaufen mir nichts mehr. Seit 2020 dürfen wir. Halt die Fresse. So, warte mal. Ich brauche jetzt meine Kippe. Ich kriege sonst einen Anfall. Danke, Henrik, fürs VIP werden. Hallo. Ich kriege einen Anfall hier drin. Ups. Oh, eine Kippenpause mit dem Kind halt es doch keine Sekunde aus. Mein Gott. Er meint das nicht so, er ist nur ein bisschen gereizt. Bisschen viel gereizt? Er hat dann einen Reiz dann. Ja. Auch wenn 50 Euro kommen, Simba. Also alles ab 20 Euro bekommt diesen Spendensound. Ich Trottel habe vergessen, den Key zu kopieren. Neu. Und, ja.
So, ich, oh, Jungs, ich hab Hunger, ich tue jetzt essen. Eine Ruhe ist. Wir müssen unbedingt Alkohol kaufen, ja, weil ich halte das sonst keine Minute mehr aus. Ja, dann Kind. Kauft ihr Alkohol. Ja, fahren wir eh nach oben, ja, das passt schon. Fahren wir mal in die Melee-Bar. So. Ich gehe nur ganz schnell telefonieren, wenn es okay ist für euch, gell? In der Zwischenzeit dürft ihr euch gerne unterhalten. Findest du nicht, ich sollte dann fahren? Magst du zur Melee-Bar fahren? Ja, du, was du zur Melee-Bar? Na, du bist jetzt ruhig. Du bist mit jetzt wem ruhig. Telefonierst du? Hm? Na, mit wem? Na, mit wem werde ich wohl telefonieren, wenn du schon wieder in die scheiß Schüssel kackt hast? Mein Gott. Ja, ich habe ja gesagt, die Blöde. Na, wirklich. Putzfrau. Na, ich geh jetzt telefonieren. Warte. Wenn die so blöd ist. Ist schon gut. Ja. Ja. Kauft so viel immer weg. So, Leute, ich geh mal ein paar Donations durch, sorry. Ey, Leute, lasst mal bitte echt ein Like da. Das RP heute wird noch so lustig. Das ist einfach jetzt schon so geil. Okay, Leute, ich geh mal ein paar Donations durch hier. Wenn es okay ist für euch. Weil wir fahren jetzt zur Bar rüber. So, warte mal, wer hat hier noch was rausgewuppelt? Alter, Leute, ihr seid ja abnormal. Das ist ja wirklich abnormal. Razer-Xion hat VIP rausgewuppelt. Luge Gaming haut 5 Euro. Servus, mein Hund. Ja, servus. Dann 1:7 Dip-Bundle hat mir aus shop.xion-t-shirt gegönnt. Ehrenhaft. Ist auch ein geiles Design. Ich sag nur Supreme. Patrick Klacher, danke für 90 Cent. Mr. Snapshot ist auch dabei. Danke für 10 Euro für Hundefutter. Dankeschön. NK Game, mein Hund, danke fürs VIP werden. Skiller 107, danke fürs VIP werden. Andreas Frisch haut raus. Danke, kennst du mich noch von gestern? Kenn ich noch. Den lieben Andreas Frisch. So, Sven Müller hat VIP rausgekuppelt. Dankeschön. Das ist die Sound, ein Pandex, danke für 1,59. Muss eigentlich lernen. Guckt dir aber lieber zu. Viel Spaß noch im Stream. Ey, dankeschön und lernen schön. Sebastian Fieger haut 5 Euro raus. Wird gegrüßt. Bin zu, haut 90 Cent raus. Der russische Xion ist auch dabei mit dem Euro. C Gamer HD haut raus. Dankeschön. Grenzgänger 2005 Sender. Meine erste Spende an dich. Wünsche allen einen guten Abend und kannst du mich grüßen. Grüße ihn raus an Grenzgänger 2005 Sender. So, Todesstern 29, danke für 2 Euro. Du streamst leider sehr spät, kann nicht gucken aktiv. Ja, auch wenn es spät ist. Ich finde es mal angenehm, wenn es spät ist, Leute. Ich finde es sogar besser. Mr. Pro Gamer, danke für 1:7. Luca Grabo hat auch 21,99 raus. Ey, danke schön, Mr. Luca Grabo 1:7, sag ich schon. Luca Grabo 1:7, ey, vielen Dank. Tiger Girl, danke fürs VIP werden. SKR 2020, verfolge dich seit ein paar Wochen. Jeder Livestream ist geiler als davor. Ey, danke schön. Das sind ja mal nette Worte. Skr 2020. So, Sandro Sengberg ist auch wieder da von gestern. Ja, kenne ich auch noch. Grüße geht raus. Oliver haut 2 Euro raus. Willst du latschen? Gerne will ich latschen. So, Luca 646 haut raus. Danke für die schönen Streams. Habe Geburtstag. Wünsche ich dir alles Gute, liebe Luca. So, jetzt geht's aber weiter, meine Lieben. Jetzt war ich ja beim Telefonieren so gesehen. So, gehen wir zurück ins RP. Also, ab jetzt wieder werde ich später die Donations vorlesen. Vielen, vielen Dank. Wir hauen mal ein Like raus. Ach nee, nicht sowas. Wir hauen jetzt mal ein Like raus. Alle mal auf den Like-Button pushen. Hauen wir mal rauf hier. Heute gehen wir mal auf die 5000 Likes und 5000 Zuschauer. Also hauen wir jetzt mal alle auf den Like-Button. Vielleicht schaffen wir das heute sogar. Alle mal drauf buckeln. Auf den Like-Button. So muss das sein. So, danke ich noch, warte. Zentix Pro ist auch noch am Start. Jo, was geht? Alles ist beinahe. Dankeschön. 1:7 Dip-Button ist eine Qualität. Ist ein 1 Plus mit Sternchen. Von wem? Vom Butti? Oder von mir? Dankeschön an die 1:7 Dip-Button. So, ab jetzt, Leute, gucken wir wieder später nach. So, schauen wir mal. Schreibt mal alle, by the way, die Likes rein, wie viele wir schon haben. Wegen Hashtag Liker machen wir immer so, Leute. So. Dann kann ich wieder meine Familie hier terrorisieren. So. So, bin wieder da. Blechstiften! Da hat die Trottel vorhin da 40 am 100er, das glaubst du nicht. Ich merke schon. Den Trottel sicher schon zum 5. Mein Gott, jetzt fahr doch, meine Güte. Blechstiften spielen! Blindisches Spiel. Schon gut jetzt. Ich sag dir, unser Sohn braucht echt mal. Er braucht echt mal ein paar Ohrfeigen, Mausel. Er braucht echt mal ein paar Ohrfeigen. Dann können wir gleich voll danken, aha. Wie viel hast du noch drin? Boah! 57? Ja, geht noch. Das geht noch locker. Okay. Oh, dankeschön an Monsterpech. Dann Marcel. Servus, wie geht's da? Dankeschön, gut. Und Fighter for Jim, danke für 2 Euro. Muss mal das Kennzeichen Cheatfox nehmen. Nee. Ich, das ist schon vergeben, Bruder. Das ist schon für den Fox vergeben. Alter, wie weit weg ist denn das bitte? Wie schon, viel ist denn jetzt da? Jetzt gib doch mal Gas ein bisschen. Ich brauch mal Alkohol. Jetzt fahr mal ein bisschen. Ey, pass. Du Vollidiot! Mein Gott, Alter. Ich will nur Playstation.
Ja, du kriegst keine Playstation. Wir gehen jetzt ein bisschen raus, gehen wir heute, ja? Mhm. Ich sehe raus, jetzt zerfetzen wir. So, Maus, lieber ein bisschen Gas. Ja, aber das ist ein neues Spiel! Kannst du einmal leise sein? Jetzt ist doch mal eine Ruhe da hinten. Eine Ruhe ist! So, aber wirklich, mein Gott, kann er nicht einmal die Pappen halten mit dem Auto? Du, wir hätten echt den VW-Bus kaufen müssen mit der Abteilung hinten, ohne Witz. Ich halte das Kind einfach nicht mehr aus. Du fahr bitte ein bisschen schneller, ich brauche meinen Alk, ja? Nein, ich bin eine verantwortungsbewusste Frau mit einem Kind im Auto, ja? Das ist... Ich habe jetzt überhaupt eine Frage. Warum fahren wir mit dem Kack-VW-Bus? Damit du genug Platz hast da hinten, mein Gott. Hm. Mach einen Ausflug so. Boah, endlich sind wir bei der Melibar. Oh, ein cooles Auto, einen Opel Corsa, aber nicht ein Kack-VW-Bus. Du bist jetzt leise, bitte. Ist so blöd. Alter, bei mir leckt das ein bisschen alles hier. So, danke. Schau, meine Schuhe, ich bin so cool. Ich steig da jetzt nicht aus. Ja, du kannst eh sitzen bleiben. Und dann will ich aussteigen. Ich brauche mal ein bisschen was, Leute. Ein paar Bierlis zwischen. Bin ich nicht eine coole Mama? Meine Schuhe beleuchten. Boah, habt ihr deine Playstation? Du, lass es in Ruhe. Nicht am aber da gibt's da ist nichts für dich. Was ist das? Was ist was? Papi, was ist das? Ach Gott. Das ist eine Frau. Lass das jetzt in Ruhe, komm, geh mir. Was ist das? Was denn? Was ist das? Das ist eine Frau. Ich stecke hier fest! Boah. Du Mausel, magst du dich vielleicht ein bisschen um den Sohn kümmern gerade? Boah, da ist eine Schlange drin! Nicht drauf treten, sonst kommt die Schlange und beißt dich. Sie wissen es gar nicht, wie gut es ihnen geht, ja? Sie wissen gar nicht, wie gut es ihnen geht. Sehen Sie meine Familie da drüben? Hier? Sie wissen gar nicht, wie gut es ihnen geht, ja? Haben Sie eine Playstation? Sohn, wenn jetzt reicht, jetzt kommt raus, jetzt kommst da du raus da hinten. Entschuldigen Sie bitte, mein Sohn hat. Mein Sohn ist ein bisschen. Bilder. Du, schau mal, die Leute drehen hier schon fast durch jetzt. Sohnemann, bitte, reiß dich ein bisschen zusammen, bitte. Ich komm raus, ganz bitte. Schnell, aber. Oh nein. Raus. Ah, wir müssen raus. Niemand gibt meine Familie an. Niemand gibt meine Familie an. Willst du Probleme? Willst du Watsche? Ja, komm. Niemand geht meine Familie an, ja? Niemand. Du bist der Nächste. Wo ist der Nächste? Wer will noch? Playstation. So. Es gibt ja keine Playstation. So, Papa trinkt jetzt ein bisschen was da, ja? Ja, aber dann fahr ich, ne? Na, du fahrst nicht. Ich fahr schon, ja? Oh, ja, dann fahr ich jetzt allein mit dem Sohn weg. Wenn du, ich hab nichts getrunken. Wirklich nichts. Alles okay. Da Monster-Drax. Nein. Mausel, mir geht's gut. Ich schwör dir. Mausel. 12. Juli. Mausel, es geht mir gut, bitte. Mausel. Dann geh nochmal. Geh nochmal, komm! Es geht mir gut! ja. Natürlich geht's mir gut! Ich seh sogar den Schlapfen durchs Auto! Ich seh deine Schlapfen! Ich seh die Schuhe durchs Auto! Echt? Ja! Was ist denn da los? Du Spatzel, steig raus, wir fahren jetzt! Spatzel, ja. Du, ich kann fahren! Du, ich kann bis 0,5 Promille locker fahren! Mir geht's ja super! Du, ich kann schon. Mausel, tu nicht so, ich kann schon fahren! Ich steig jetzt nicht ein! Ja, sicher! Erst wenn ich eine Playstation bekomme. Du, zwei Bier ist ja nicht so, ne Mann. Zwei Bier sind... Bekomme ich jetzt eine Playstation? Nein, du kriegst jetzt keine Playstation. Und wenn du das noch einmal so aussprichst, dann gehe ich zu deinem Englischlehrer und fotze ihm so eine, dass er nie wieder aufsteht. Also wirklich. Jetzt ist eine Ruhe da hinten. Eine Ruhe ist... Hallo. Jetzt ist eine Ruhe da hinten. So. So, wo wollen wir nochmal hinfahren? Nach Ägypten irgendwie sowas? Was denn der da? Mein Gott. Danke Pro Gamer für 2 Euro. Oliver, danke schön, Hallöchen. Wollen wir nicht mit meinem Sohn immer ein bisschen jagen gehen, habe ich gehört? Jagen? Bist du wahnsinnig? Ja, klar, wir wollten einen Ausflug machen. Ich habe gedacht, dann gehen wir schon jagen. Ein Jäger aus. Warte mal, ich habe da einen Freund um die Ecke. Da könnten wir hinfahren. Aber mir wird schwindelig, Alter. Was? Die wird schwindelig, echt? Ja, warum weil denn? Du gerade im Kreis so gefahren bist. Achso, ja. Ich will BMX. Mir geht's super. Ich fühle mich super. Es ist alles super. Ja, So, so langsam stört er mich gar nicht mehr. Ja, so langsam stört haben er mich gar nicht, muss ich sagen. Was? Hey! Was für BMX? Wir haben kein BMX. Nein. Fahren, hallo. Wir haben kein BMX da. Hallo! Was denn? Hey, was machst du? Nix, nur ein bisschen ausfahren das Auto. Na, du, ich kann fahren. Ich hab ja nicht viel. Ich hab nur zwei Bier gesoffen. Nur zwei Bierlis. Du fährst aber so komisch.
Ich fahre nicht komisch, ich fahre ganz normal. Was du da machst. Ist 100. Ja, mein Gott, jetzt bist du. Du weißt schon, ich bin schwanger, ne? Was? Boah, wo denn da die Hellschänzels? So, du bleibst im Auto sitzen, ich hole jetzt das Gewehr ab, das wir da bestellt haben, und dann gehen wir jagen. Wo denn da die Hellschänzels? Yeah, Hellschänzels. Ja, die wohnen da, Süßer. Die wohnen da. Boah, so. Wo sind die Hellschänzels? Da bleib. Nicht weg! Hellschänzels? Oh mein Gott, bleib da. Hellschänzel? Du darfst niemanden anstupsen, sonst haben wir jetzt ein Problem. Hellschänzels? Super, danke für nix, gell? Wo sind die? Nicht ich da, jetzt ja. Eingekauft, Sohnemann. Nein, du gehst nicht in fremde Sohnemann, Häuser. Du kommst jetzt. Sohnemann, wo bist du? Wo ist der Sohn nicht hin? Mausel! Blöde auf! Mausel, wo ist der Sohn? Ich kann ihn nicht festnehmen, Mann! Wo ist er denn? Die sind so blöd, die Hellschänzels. Wo ist unser Sohn, Schatzi? Jetzt sitzt er da, hallo, da hinten. Oh mein Gott, du bist zu besoffen für alles, gell? Ich bin nicht besoffen. Sieht nur so aus. Ich brauch deine Hilfe. Danke, Paul, für 1 Euro. Jetzt kaufe ich mir einen. Da. Wo, ich sehe dich nicht. Da. Ach, da. Sorry, ich bin ein bisschen eingenebelt. So, was ist denn jetzt? Ja, so. Er läuft weg, er hat dann ein Motorrad. Ja, jetzt steig also, ein, komm, bevor die da herkommen. Du steigst jetzt ein. Boah, das ist eine Bühne. Ich wollte schon immer Sänger werden. I am. Sohnemann. I am a singer. No. Ich fahr ihn schon mit. Au. Mausel, darf ich fahren? Hä? Ich. Achso, Entschuldigung, ich hab nicht gesehen, dass du da sitzt. Ich bin ein bisschen besoffen. So durch. Ich bin ein bisschen gesaufen gerade. Ich sehe nichts mehr. Danke. Koala Hero, danke für Euro. Ich sehe nichts mehr. Und ja, finde ich super. Ich hab selber gespendet. Hab besoffene Hurdel. So, wo fahren wir jetzt hin? So, geh mal Young fahren. Ja, passt schon. Alles okay. Ja. Oh, nee. Oh nein! Ist alles okay? Der hat sicher, nicht uns gemeint. Ich sehe ihn. Wo denn? Ich sehe ihn noch nie mal. Hinter uns. Dann fahren wir mal langsamer. Stimmt, das ist ein 100er. Kann ich hier eigentlich noch? Das geht sogar. Ach, was? Was machst du? Hilfe! Was machst du? Ich hab. Hallo? Hol Papi ab! Hol Papi ab! Ich bin rausgefallen aus dem Auto, weil ich gesoffen hab. Das ist ein Traum. Ich hab gesoffen im Auto, es tut mir leid. Stopp jetzt! Nein! Was jetzt? Ah! Stopp! Keine Sekunde mehr mit dem Kind! Dann schlägt die! Steck! Ich bin noch leise! Ich bin nicht gefahren, meine Frau ist die ganze Zeit gefahren, ja? Ja, genau. Mausel ist ganz über das Name. Der Trottel ist aus dem Auto rausgekupft. Never. Grüß Gott, Highway Patrol. Du bist jetzt leise. Du bist jetzt leise. Was? Meine Frau ist jetzt leise. Okay. Ich hab nur 2 Bier gehabt und ein Bier, wie ich im Auto gesessen bin. Ja? Ihr habt nichts gemacht. Okay. Er ist gefahren, ja. Ich bin die ganze Zeit daneben gesessen. Du bist gefahren. Daneben gesessen. Nein, er ist nicht du gefahren. Du bist jetzt leise, du Zwerg. Du hast jetzt nichts zu sagen. Wer ist das Fahrzeug gefahren? Und dafür bin ich meine Frau. Gefahren. Meine ich Frau. Bin gefahren. Wie Sie merken, ist mein Mann betrunken. Ja, sie ist doch aus. Sie haben doch gesehen, wie im Fahrerschaussi gesessen. Okay. Mir geht's gut. Es gibt nämlich mehrere Beschwerden über auffälliges Fahrverhalten. Du bist behindert, ja? Du Sie sind ein auffälliges Fahrerfalter. Falten. Hast du gehört? Hast du gehört? Er hat gesagt, du bist ein auffälliger Pfarrerfalten. Haben Sie eine Playstation? Haben Sie eine Playstation? Keine Playstation. Nein, das habe ich nicht. Du bist jetzt leise. Haben Sie eine Playstation? Entschuldigung, mein Sohn ist ein bisschen komisch. Entschuldigung, mein Sohn ist ein bisschen komisch. Ist ein bisschen komisch. Ein Laptop! Der Herr meist ein Führerschein für mich. Nein, der Herr meist ein Shirt, kommt sogar zu mir. Ja, klar. Nicht wundern, ich hab nur 2 Bier gehabt. Mir geht's gut, ich hab nur 2 Bier. Alles okay. Mir geht's gut. Alles okay. Krankenwagen, oder? Nein. Ich bin gut. Okay. So, was brauchst du? Okay,
Sie sind gerade eben das Fahrzeug gefahren, richtig? Nein, meine Frau ist gefahren, der hat mir aus dem Auto rausgescheppert, aber so richtig, haben sie doch gesehen. Sie ist ja am Fahrersitz gesessen, die haben mich nur rausgescheppert, weil ich so mit meinem Kind geschrien habe. Ja. Okay, Sie saßen dann demnach auf dem Beifahrersitz, sagen Sie? Ich glaube, es geht nicht an, aber ich bin auf dem Beifahrersitz gesessen, ja. Die haben mich rausgescheppert. Okay, warten Sie mal kurz hier, kümmern Sie sich mal um, ich vermute mal, Ihren Sohn. Ich müsste mal kurz mit meinem Kollegen da drüben reden. Jo, ich ruh mich nicht raus hier. Sind, dann könnten, ja, dann könnten ja, einige Probleme auf Sie zukommen. Ja, ja. Ich trinke nochmal ein Bierchen, ne? Ich würde Sie nicht raten, aber am besten setzen Sie sich auf den Boden. Ja, nein, mir geht's gut. Es ist nicht normal, das ist seine Zunft, ist das. Ich weiß nicht, was Ihr Sohn macht, aber... Ja, hör Sie mal zu. ADHS hat... Nein, mein Sohn ist ein Arsch, der hat's nicht verdient. Achso, okay. Na gut. Ja. Ja, oh Gott, liegen erstmal eine Runde. Familienausflug! Wir machten einen Familienausflug. Eine Familie. Ein Familienausflug ist nur einmal im Jahr. Familienausflug ist nur einmal im Jahr. Das ist so blöd. Herr Brot. Ja, was ist? Was ist? Ich brauche einen Führerschein. Ja, ja, klar, warte. Das ist so kacke da. Führerschein brauchst du, gell? Ja, ja, da, bitteschön. Da gibt's keine Playstation. Hast du jetzt? Ich bin schuld schon nicht zu Arsche. Ja, du bist jetzt leise, du Herr kriegst... Herr Rumpe. Ja. Brauch den Führerschein und nicht den Waffenschein. Ja, klar, da, bitte. Ja, genau, danke schön. Haben Sie eine Waffe bei sich, oder was? Weil Sie einen Waffenschein einstecken haben? Ja, wenn Sie die Waffe in meiner Hose meinen, ja. Die meine ich nicht. Ja, wo ist der? Mit den 2 cm können Sie eh keinen verletzen. Ich hab sie verarscht. Ich hab ihnen den Personalausweis gegeben. Und sie haben geglaubt, es ist der Führerschein. Wir brauchen jetzt so einen Führerschein. Nicht auf die Straße. Ja, nicht auf die Straße. Die Straße ist gefährlich. So ein Mann nicht. Ich bin noch nie in einem Polizeiauto gesessen. Und es ist so aufregend. Aussteigen sofort. Ja. Entschuldigung, mein Sohn ist ein blöder. Ich werde sie jetzt mal kurz durchsuchen, ja. Mein Sohn ist ein blöder Penner. Ich will mit meinem Sohn jagen gehen, ja. Raus, na jetzt. Sonst wird dir wehgetan. Wissen Sie, was gerade das Problem ist? Jetzt raus aus dem Auto. Wo ist denn? Geh mal. Ich hab einen Jagdschein. Ja, Waffen bei sich, das geht nicht. Warum? Hallo, nehmt mir die. Ich geh jagen mit meinem Sohn. Ja, ich geh doch nur jagen. Sie keine Waffen mit sich führen, okay. Das sollten Sie wissen als Waffenpass. Ich führe keine Waffen. Sie haben einen Kanister mitge... Wissen Sie, was das kostet, der Benzinkanister? Ja. Den kriege ich wieder zurück. Der nimmt mir meinen Benzinkanister weg. Wer weiß, was sie mit Benzin... Geben Sie die Waffen meiner Frau, die passt drauf auf, diese sehr scharfe Waffen. Da haben Sie recht. Haben Sie eine Waffenpass? Ja. Frau Brot? Ja, Mausel, natürlich hat die das. Ja, habe ich. Kann ich Ihnen die Waffe geben? Ja, ihr Mann darf die nicht mehr haben. Okay. Ja, okay, ja. Ich zeige Ihnen mal eine scharfe Waffe. Wollen Sie eine scharfe Waffe sehen? Wollen Sie eine scharfe Waffe sehen? Du bist echt ein lieber Bub, aber ich will keine scharfe Waffe sehen. So, jetzt reicht's mir aber mit dir. Das ist eine scharfe Waffe. Ich weiß gleiche. Er hat die Mutter ins Pissoir geschissen in der Schule. Ja, jetzt haben wir Probleme mit dem Direktor und jetzt sowas. Also jetzt reicht's. Ich setze ihn schon ins Auto. Ich scheiß ihn auch ins Polizeiauto. Ihr seid so blöd. So. Entschuldigen Sie bitte, mein Rausch ist, habe ich gerade ausgeschlafen. Herr Brot, steigst du mal kurz. Ich bin nicht der Herr Brot! Sehe ich für Sie aus wie ein Brot? Hä? Ich bin der Herr Rumpe. Was? Ja, ich hab gedacht, Sie sind mit Brot. Was? Was macht denn der Sohn? Ich verstehe kein Wort. Herr Sohnemann! Herr Sohnemann, das geht doch nicht. Gute? Ja. Du stehst bei uns einfach so herum. Ich weiß. Das ist, weil ich... keine Ahnung. Ja, bleib einfach sitzen.
So, hören Sie mich? Gefesselt bin. So, ich hab meinen Rausch ausgeschlafen. So. Das mit sich so. Redet wirklich. Warum, so. Hallo? Warum hört man die nicht? Was ist das hier? Alle, ich habe einen Reizdarm. Man hört sie nicht. Und im Mittellesen bin ich das kann ich Ihnen leider nur zurückgeben, dass man sie auch nicht hören kann. Man versteht nur einzelne Sätze, ja? Ja. Das vom Stimmgerät. Na, Sir, ich verstehe Sie nicht. So, verstehen Sie denn? Ich hab da am Hören. Batterie. Was macht ihr? Ein Batterieproblem hat er. Hast du gehört, er hat ein Funkgerät und hat ein Batterieproblem. Hey, der Sir, der Herr hat ein Batterieproblem. So. Können wir jetzt weiterfahren? Okay. Zieh ihn weg. Was? Warum ist das so blöd? Sir. Sie ja? Darüber. Ja, jetzt verstehe ich, ja. Wow. So. Ich geh in die Nacht. Können wir einfach weiterfahren? Ja, komm, steig ein. Komm, steig ja. Ein. Hey, die sind so blöd. Hey. Ja, warte, hallo? Ich pack mich nur hin, damit wir euch nicht hören. Wir wollen euch nicht stören da hinten. Ja. Warum ist das so blöd? Alles okay, wir warten hier. Ich glaube, er will nicht, dass du fährst. Sie dürfen das nicht lenken. Sicher, ich bin. Sir, ich bin nicht mehr betrunken, ich habe meinen Rausch ausgeschlafen. Macht sie das mit Absicht? Ich bin so verwirrt. Ja, gerne. Mir geht's gut, Sir. Mir geht's gut, ich kann auch. Komisch! Ihr blöden Arsch! Betrunken! Kann es sein, dass wirklich alle so reden gerade? Ja. Wie hörst du mich? Hört sie mich normal oder abgehakt? Ich hab's abgehakt. Ich hör abgehakt, ich hör alle. Ja, ich drück aber durchgehend N. Ihr blöden. Sie haben ganz schön viel Dreck am Stecken heute. Jetzt ist besser. Ja, okay. Jetzt geht's Sir, wieder. Mir geht's gut. Warum? Mir geht's super. Wir können gerne einen Test machen, wenn Sie wollen. Es ist trotzdem besser, wenn Ihre Frau jetzt fährt, ja? Ja, aber Sir, mir geht's super. Ich fühle mich super. Wir können gerne einen Alkotest machen. Gehen Sie jetzt den Strich da entlang, okay? 10 Schritte nach vor. Wenn das Auto nicht stehen würde, gerne. Ja, das Alphabet bis rückwärts aufzählen und dann 10 Schritte wieder zurück und das aber Alphabet. Aber das kann ich nicht. Ich kann das Alphabet nicht rückwärts. Vorwärts. Z, Q, L, S, Q, V, W, C, 35, 4, A, B, C. Das sind unsere Dezimalen. Damit kann man ganz schön malen. So, bitteschön. Tut mir leid, Herr Brot, so können Sie nicht fahren. Ich bin nicht der Herr Brot. Ich bin eine Independent Woman. Ihr seid alle so blöd. Nein, komm jetzt. Die Frau Brot sagt, Sie sind verheiratet. Ja, sind wir auch, aber man kann ja trotz der Heirat denselben Namen haben, ja? Was war das jetzt bitte für eine Aktion von Ihnen? Also wirklich. Ich habe meinen Fuß dehnen müssen, der ist mir okay, kannst das du ist mal schön. Das Auto aufsperren, dass ich die Windeln aus dem Kopf Nein, du wolltest kann? Wegfahren, ich hab's zugemacht, weil du wegfahren wolltest. Nein, wollte ich gar nicht. Hör's mal zu. Er ist schon 16, aber er. Du bist jetzt leise! Er ist 16, aber fühlt sich doch immer auf wie ein 12-Jähriger, ja? Also ein bisschen für die Polizei wird's also reichen, aber... Haben wir überhaupt einen Kindersitz mit? Ja, er ist 16. Für die Polizei wird's reichen, dass ich dazukomme. Sir, er ist 16. Ja, ich habe Ihnen die Waffe zurückgegeben, gell? Bis 18 wissen Sie das nicht. Bis 18? Ja, was? Jo, danke schön. Kriegen auch von mir Benzin. Also Entschuldigung, dass ich Kindersitzpflicht bis 18? Das ist ja wohl... Na wirklich, ein Wucher. Können wir jetzt fahren? Das ist so blöd da! Erst kommt der mal... Entschuldigt sich da hinten, was soll das? Er ist 16, haben sie zugehört. Ja, das ist egal, der braucht trotzdem einen Kindersitz. Ich renn jetzt so weg. So wie es sich verhält, braucht er einen Kindersitz. So ist er. Ich renn jetzt weg, dann dort ist drüber. Gefährlich. Mhm. Dann kaufen wir einen Kindersitz. Wollen Sie das dann kriegen Sie mal bitte einen Kindersitz her für den fetten Arsch. Ich meine, hallo? Oder nicht machen. Ja, dann kaufen wir einen Kindersitz. Das ist Ihr Problem. Du müsstest halt mit einem Kipplaster fahren. Schau, jetzt rennt er weg. Toll haben sie das gemacht. Jetzt rennt er weg. Eieiei, wo geht denn? Ich hole ihn. Ja, warte mal. Soll ich ihn holen? Sie fahren nicht, Sie sind betrunken. Ja, okay. Ich bin nicht betrunken. Du musst ihn holen, ich kann das. Ja, Sie haben es ja nicht geschafft, dass da auf das Alphabet rückwärts aufsagen. Ja, wie soll ich auch? Haben Sie eine Playstation?
Nein. Hallo? Was ist? Du bitte was? Mein Kind holen. Ja, er hat gesagt, ich muss hier bleiben. Er wollte wegfahren. Hat er gerade gesagt, ich soll hier bleiben. Ich soll hier stehen bleiben. Ja, ich würde gerne, aber er hat gesagt, ich soll hier bleiben. Warum wollen Sie bei mir bleiben? Das ist ein bisschen verdächtig. Hä, was? Stehen Sie auf mich? Ich glaube, Ihre Frau steht auf mich. Die will bei mir bleiben. Das nehmen Sie zurück. Die hat keine Granhaare. Das nehmen Sie zurück. Ja. Nehmen Sie es zurück. Was soll ich zurücknehmen? Boah, das, was Sie gerade gesagt haben, das nehmen Sie zurück. Danke dir! Was habe ich denn gesagt? Dass sie bei Ihnen bleiben möchte, meine Frau. Aber nicht ich gesagt, das hat sie gesagt. Das haben Sie gerade gesagt. Nur, dass er meinen Sohn holt. Ja. Weiß nicht, warum Sie mich jetzt da angraben müssen. Also wirklich? Nein, das tue ich nicht. So, wo ist Ihre Dienstnummer? Schauen wir mal. Herr Police, aha. Wo ist Ihre Dienstnummer, bitte? Ja, richtig, das bin ich. Darf ich bitte Ihre Dienstnummer haben? Ja, 0815. Aha, ja. Okay. Ach, schau, da ist er schon. Das Sohn. Bleib jetzt da. Nicht wegrennen. Dankeschön. Ja, da bleiben. Ja, wissen Sie, wenn Sie ihm Angst machen, dann rennt er natürlich weg. So dürften wir jetzt vielleicht weiterfahren. Wir möchten noch heute einen Ausflug machen. Jo, fahren Sie weiter. Sie gehen ans Lager. Wählen Sie das Alphabet rückwärts. Hallo, ich kann das Alphabet nicht rückwärts aufsagen, weil es mich nicht interessiert. Da scheint der erste Sorge. B, F, F, M, B, Z, Beck, Leck, Meck. Wenn wir sie wiedersehen, wird's da ja. Arsch! Fahren wir weg. Polizist! Die armen Polizisten! Was sie mit uns mitmachen müssen. Ey, hast du die Waffen bekommen eigentlich? Ja, eine Pistole oder so. Mehr nicht? Warte mal. Lass mich schauen. Ich weiß es nicht. Warte, lass mich schauen. F1. Du musst aussteigen, was du siehst. Waffenmenü, ich habe nur eine AP-Pistole bekommen. Wirklich? Ja. Mal halber, die war auf und jetzt haben wir das. Ja, weil das andere wahrscheinlich illegal war. Ist es nicht. So. Was ist jetzt los hier? Wo ist meine... Mit denen verkehrt. Meine Schneiper? Sie haben meine Schneiper eingepackt. Meine Frau? Die hat ihre Frau. Nein, die hat sie nicht bekommen, die Schneiper. Frau bekommen. Ich glaube, ihre Familie mag sie nichts. Also meine Frau hat die Schneiper nicht bekommen. Was brauchen Sie in Scharfschützen? Wir haben einen Familienausflug. Wir wollen jagen gehen. Bleiben Sie da, es reicht mal jetzt. Gehen? Ja, Hirsch. Wenn du niedergefahren wirst. Hirsche. Das ist ein Familienausflug. Können wir jetzt endlich meine Blähstäbchen holen? Atemgeschützt. Und wenn Sie ein Hirschsteak essen wollen? Mit Face Ring. Ja, ich weiß. Nicht, ich bin Veganer. Sowas mag ich nicht. Ja gut, dann. Trotzdem, uns fehlt gerade das Scharfschützengewehr. Haben Sie das noch? Das müssten Sie noch haben. Da vorne ist ein Waffenladen, da können Sie sich jetzt kaufen. Ja, aber ich habe schon eins gekauft. Warum sollte ich das zweimal kaufen? Geben Sie das meiner Frau jetzt hier aber schnell. Können Sie doch nicht einfach mitnehmen. Sie können sich das Scharfschützengewehr dann bei der Polizeistation ja, Sandyshows abholen. Danke, merke ich mir. Danke. Mausel. Ich glaube, wir haben so viel Geld. Ich will meine Playstation haben. Bist jetzt ruhig. Ja, fahrst du vielleicht davor? Hey. Arme Kind. So, wir kaufen uns doch mal neu ein Scharfschützengewehr, aber ich falle jetzt nicht hin. Nein. Weißt du, was das Lustige ist? Die AP-Pistole ist eigentlich illegal, ne? Das ist eine... Echt? Ja, das ist eine Schnellfeuerwaffe, die schaut nur so aus. Ich habe nämlich extra so eine Schnellfeuerwaffe eben gekauft, die ausschaut wie eine Glock 17. Und jetzt glauben sie halt, das ist eine Einschusswaffe, aber die geht richtig ab. Haben sie uns gar nicht abgenommen jetzt, cool. Fiona, ich wünsche dir vorzeitig alles Gute zum Geburtstag. Ich muss mal mein Auto reparieren fahren hier. Alles Gute! Sie hat morgen Geburtstag, aber ja, vorzeitig. Alles. Morgen, dann alles Gute. Alles Liebe. Alles Gute. Vielleicht machst du eine Party, eine Playstation-Party, dann komm ich. Die Playstation-Party. Alter, ich muss auch mal wieder die Donations dann durchgucken, es sind wieder so viele. Ja. So, wir gehen jetzt aber nochmal zum Jäger-Dings hier und dann holen wir uns die Waffe, das Waffeleisen. Und dann gehen wir mit unserem Sohn jagen, das wird lustig. Oh je. Sohnemann. Das macht man eigentlich nicht, aber... Ja doch, Familienausflug. In Amerika ist das ein Familienausflug. Nein, mit seiner geistigen... Ja, ist egal. Ja, der muss ja irgendwas lernen. Oh nein, es sind Leute da. Du bleibst schön im Auto. Der muss bitte mal. Weißt du, das Problem ist, wenn er jetzt nicht im Auto bleibt, haben wir ein Problem. Nein! Nein! Du bleibst im Auto! Es sind keine Hilfe!
Hilfe, im Schiff! Oh nein, da stehen jetzt wirklich Leute. Das ist nicht bitte gut. Jetzt nicht, hey, das nein, ist nicht nein, gut. Bitte nein. Mach jetzt keine Scheiße, bitte. Nicht hauen, nicht hauen, hallo. Hey. Bitte haue nicht, hallo. Sohnemann. Sohnemann, ja, nicht hauen, nicht hauen. Ich wollte nicht hauen, ich wollte nur hallo sagen. Du, das sind ganz hallo? Böse Leute da, ja? Ganz böse Leute, hallo, steigst jetzt ein. Du steigst jetzt ein, das sind ganz böse Leute. Die sind ganz böse. Die sind böse. Jetzt steig ein. Seid ihr echte Helmchen im Schiff? Nee, Alter. Seid ihr... Okay, ich gehe wieder zurück zu Mami. Ja, ich kann mich durchsetzen. Ups. Sind das echte Helmchen? Ja, sind. Und jetzt steig ein und jetzt fahren wir. So, bist du bereit, dass wir zum Jäger werden heute? Hm? Ja. Jagdausrüstung auch gekauft? Schiff, Helmchen, ihr seid geschissen. Tschüss. Nicht, dass man da gleich abgeknallt. Oder wird geschossen. Wow! Hilfe, Hilfe! Oh mein Gott! Hilfe! Oh! Der schießt auf mich! Der schießt auf mich! Oh, ne, der verfolgt uns, glaube ich! Die verfolgen uns! Ah! Hey, ruf die Polizei an! Ruf die Polizei an! /911 und schreib was! So, ne Mann, du bist ein Vollidiot! Ich hab nichts gemacht! Ruf die Polizei an! Alter, bitte ruf die Polizei an. Die verfolgen uns. Die hat mich angeschossen. Ahi! Hast du sie angerufen? Ja. Trottel. Warte mal, ich klär das jetzt. Nein, nicht! Oh, die Hilfe ist gekommen! Oder so. Nicht wegfahren. Hast du jetzt die Hilfs? Mein Gott, musst du da stehen, du Vollpfosten! Was macht ihr, Alter? So, wie. Da kann ich mal einen Familienausflug machen mit dem Kind. Ich glaube, mir geht's nicht gut. Leg dich hin, Alter. Leg dich hin, ja. Das tut weh. No. Nur wegen unserem Kind! Tut mir leid, Papi, ich wollte es nicht. Ich hab dich so lieb. Leg dich richtig hin, bitte, Alter. Ich hab dich so lieb. Ich hab dich so lieb. Oh, mein Popo wollte ich dir jetzt nicht immer. Okay. Was ist da passiert? Sie haben angerufen. Mein Sohn! Ja. Mein Sohn! Ja. Hat ein Hells Angel da hinten, hat dann angeschrien. Die ja, zwei haben uns verfolgt. Die haben Jan geschossen. Oh, wo ist denn der zweite hin? Ich sehe hier noch einen. Der ist weggefahren. Ich hol mal kurz eine zweite Junge. Warum immer ich? Warum passiert guten Menschen immer sowas Schlechtes? Okay, so, ja, ich hab meinen Männer angefordert. Wie geht's denn? Brauchen Sie die Rettung? Ich brauche jemanden, der meine Wunden versorgt. Also, mir geht's nicht gut. Ich bin eigentlich Arzt, aber ich habe gerade keine. Ja, ich habe nur begrenztes Erste-Hilfe-Kit mit. Ich glaube, es ist nur ein Streifschuss. Ja. Ich habe einen Streifschuss in der Hose. Das sollte nur ein Familienausflug werden. Grüße, was ist denn passiert? Ja, die haben einen Hells Angels aggressiv gemacht, der hat ihn dann angeschossen davon. Ich hab gar nichts gemacht! Ich hab gar nichts gemacht mit den Hells Angels! Das ist alles deine Schuld, du bist jetzt ruhig! Ich hab gar nichts gemacht mit den Hells Angels! Hurdel, ich hab keine Erste-Hilfe-Dinger dabei, aber tu so, als hätte ich. Ich wollte nur Playstation! So, ich hab dich jetzt. Ich wollte nur Playstation! Wir haben die ausgeschickt. Das meiste habe ich jetzt einmal. Ja, blöd waren die! Die haben so... Katze. Ja, so eine Leder-Outfit. Ach, danke. Ja, sehr vage Beschreibung. Ich hab... Wie viele waren's? Es waren zwei. Wir waren zuerst hinten. Bei denen sind wir vorbeigefahren. Auf einmal zwei auf dem Motorrad. Und mein Sohn hat die aggressiv gemacht, ja? Und dann auf einmal schießen die auf mich. Und meine Familie, ja? Ich hab mich gewehrt. Ich hab den einen habe ich abgeschossen, der hier am Boden liegt. Hab ich angeschossen, den hier. Abgeschossen? Ich hab mich gewehrt. Ich hab dann angehalten hier. Ja, der liegt da, der Blöde. Sir, ich wäre sonst ja... Sir, ich wäre ja sonst abge... Wir wurden ja zuerst angeschossen. Wir wurden jetzt... Ich musste mich verteidigen, Sir.
Mir geht's schon besser, danke. Ich meine. Ich hab sie mal gestoppt und sag mal. Aber die Frau kann das gut, die ist Ärztin. Gestoppt? Ja. Ich glaube, das sind Streifschüsse, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, hier steckt nichts drin, oder? Schaut nicht so aus vom ersten. Okay. Aber warum? Du bist so blöder. Aber das müssen wir natürlich nochmal anschauen, ne? Das ist der Sound auf die Spinde. Ja, gut. Ich glaube, ich kann aufstehen. Warte mal, kannst du mir aufhelfen? Ja. Ja, du bist Kind. Ich wurde nur angeschossen. Mir geht's uns gut. Das ist alles. Na, Gott sei Dank habe ich Ihnen die Waffe vorher zurückgegeben. Ja, ich habe eine neue gekauft. Das auch noch. Alles klar. Ja. Doppelt hält besser. Er hat mir gerade die Waffe gerade mein Leben gerettet, muss ich sagen. PlayStation! Sollten ihm Sohn echt einmal eine PlayStation kaufen, glaube ich. Glaube ich auch. Ja. Aber Sohn gerade einmal in die Klosten. Ich schlafe in einer Abstellkammer! Er schläft in der Ich schlafe in einer Abstellkammer! Was soll ist das? Warum schläft er so in einer Abstellkammer? Wir kriegen noch ein zweites Kind. Wir haben ein Zimmer für ihn, aber ist okay. Und wir haben noch, wir bekommen ein zweites Kind und das. Bist jetzt leise! Leise bist du jetzt! Das Baby schläft bei uns. Willst du wieder im Keller schlafen, neben der Katzenpisse? Willst du da wieder schlafen? Welcher Keller? Nix. Alles okay. Das müssen wir jetzt erklären, genau. Alles okay. Na, nicht. Alles. Alles okay. Na, hören Sie mir zu. Mein Sohn, den halten Sie nicht aus. Können Sie sich vorstellen, mit dem 24-7 die Woche zusammen zu sein? Du bist jetzt leise. Warum? Nur weil ich hier bin, so du bist Hals. Wir haben doch keinen Knastertur im Hals. Knastertur? Wir haben sie wohl, ja. Das ist ein S, ja. Was? Was für eine Gang? Ja, das ist die berüchtigte, die ist, ja genau, die Dollar Gang, ja, die berüchtigte. Die Dollar Gang, das ist doch kein Dollarzeichen, das ist ein S ist das. Ein Dollarzeichen, so ein Dollarzeichen, ja. Das hat nicht quer den Strich. Das ist ein S. Das ist auch nicht die klügste Gang, es ist ein S, aber die haben gehabt, das ist ein Dollarzeichen. Achso, ja gut. Das, haben sie das tätowiert? Ja, wissen Sie, das ist schon jahrelang, ja, war ich, 15 Jahre war ich damals, ein junger Bärsch war ich. Da war ich mal beim Tätowierer, hab den gesagt, ich bin 18. Da hat er mir ein schönes Tattoo stechen lassen. Und damals hab ich mir einfach irgendwas stechen lassen, was cool ausgesehen hat. Ja. Ich muss das weglasern. Das ist das nicht ein Henna-Tattoo? Ja, ich wollte es eh, letzte Woche wollte ich es eh weglasern lassen, aber wir haben mal Geld nicht gehabt. Ich wollte es, sag mal so, ich wollte es machen, aber dann hat mein Sohn, ja, mein Sohn hat ins Pissoir der Schule geschissen, der Direktor hat heute auch wieder angerufen. Das zweite Mal dieses Jahr, das zweite Mal. Was soll ich machen, wenn die blöde 1000 Euro Schaden, 1000 Euro Schaden insgesamt, ja, 500 muss ich zahlen, jedes Mal, wenn der reinkackt. 1000 Euro Schaden bei für einen Schiss ins Schmuschel? Wissen Sie, das ist nicht ein normaler Schiss, das ist kein normaler Schiss, ja, das ist... Sie wissen nicht, was der kackt. Bei uns zu Hause muss man eine extra Toilette installieren für den. Oft muss er auch draußen gehen, weil er sonst das Klo verstopft. Ja, ja. Also er schläft im Keller und muss draußen aufs Klo gehen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, manchmal, ne? Dann geht's ja gut. Na, jetzt schläft er nicht beim Keller, das war früher so. Jetzt schläft er in der Abstellkammer. Neben seinem Fahrrad. Ich hab da einen Kübel stehen. Okay. Und jetzt hat er einen Kübel stehen. Kübel in der Abstellkammer. Genau, und da dann Kübel stehen. Für Butterbrot und zum Essen. Okay, okay. Also wenn ich jetzt kacken muss, kack ich rein. Und dann wasche ich den aus und dann tue ich Essen. Also da mache ich mir meine Haferflockis in der Früh. Aha. Und ja. Ja, genau. So in etwa läuft das. Und mein Fahrrad habe ich auch. Ja. Ja. Ja gut, dann machen wir. Ja, wollen wir... Können wir jetzt weiter? Ja, glaub schon, ja, wir müssen zum Mechaniker. Prinzipiell weiter, ich meine, wie schaut's mit dem Fahrzeug aus? Ja, wir fahren zum Mechaniker, das geht schon. Ja, das machen wir. Ich fahr mit. So, ich schreibe mir das nur schnell auf, was Sie da gerade gesagt haben. Wegen was? Wegen meiner Playstation? Im Keller schlafen. Ja. Bekomme ich meine Playstation wieder? Ich glaube, das informieren wir dann das Jugendamt, gell? Du hast erst eine Xbox bekommen. Das Jugendamt war schon fünfmal da. Die Alte hat gesagt, sie kommt nie mehr wieder. Ja. Alle guten Sachen sind 6. Sie müssen mal wissen, wie mein Sohn ist. Bitte helfen Sie mir. Ja. Da haben wir den Tag. Okay. Gehen wir. Alles klar. Ja, wir gut. Fahren jetzt. Dürfen wir fahren? Wir kriegen dann Besuch vom Jugendamt wahrscheinlich und von uns auch, gell? Na, die kommen eh nicht mehr. Die haben keine Lust mehr. Ja, dann kommen aber wir mit dem Jugendamt. Alles gut. Alles okay. Kommen, seit ich dir in den Aktenkoffer gekackt hab. Sorry. Okay, okay. Alles die gut, Super Nanny.
Die super. Oh, schau mal, so ein Hirsch! Hirsch! Aua! So. Danke Marcel für 2 Euro und der Franz hat 1 Euro donated. Dankeschön. Ich muss auch mal hier durchgehen. Warte, magst du fahren? Ich bin eh ein bisschen verletzt, fahr du. Ja, aber danach bitte Playstation. Du kriegst keine Playstation. So. Bin gleich wieder da, Bobbucket, und telefonieren. Ist das so blöd? Keine Zeit für den Sohn. So, ich geh mal durch hier, Leute. Alter, heute geht's richtig ab. Ich hab so Spaß gerade. So, ich schau mal schnell durch. Ich werde hier alles jetzt rausdated. Das habe ich, glaube ich, das habe ich vorgelesen. Hans-Joachim Hellrung, danke für 43. Manuel Rost, du hast meine Donation vergessen. Von Manuel Rost habe ich doch keine Donation vergessen, oder? Wo habe ich die nicht gelesen? Manuel Rost? Ja, da kam nichts an, Bruder, glaube ich. Schau mal. Geh mal runter, Manuel Rost. Mir kommt vor, ich habe alles gelesen. Nee, da kam nichts vorhin. Wirklich nicht. Da kam, also rechts in der Anzeige kam nichts. Wenn du einen Sticker reingewuppelt hast, Sticker werden, glaube ich, nicht bei mir angezeigt hier rechts. Das ist ein bisschen problematisch. Aber da war vorhin keine Donation bei mir, wirklich nicht. Also hier rechts sehe ich es halt nicht. Also, lieber Manuel Rost, besten Dank für deine 2 Euro nochmal und für die Donation, die du vorhin rausgewuppelt hast. Ich sehe es leider rechts gerade nicht, warum auch immer. Vielleicht war es ein Bug oder so. Was Tiere denken, 1 danke für 1 Euro, 1,7 Dip-Bande, hab kein Payball oder Karte für VIP. Ja, ich sage auch, man muss nicht immer VIP rauswuppeln. Ich sage auch immer, Leute, lasst komplett kostenlos ein Abo da. Wenn ihr jetzt abonniert, unterstützt ihr mich komplett kostenlos. Und wenn ihr einfach ein Like raushaut, würde mich auf jeden Fall aufreuen. Schreibt mal rein, wie viele Likes wir schon haben. Ich habe ja gesagt, heute die 5000 Likes mal knacken. Probieren wir es einfach mal heute. Neuer Like-Rekord. Ich glaube, unser Like-Rekord war mal bei 7000 in einem Stream. Ich glaube, das waren 7000 Likes, die wir mal geschafft haben. Das wäre mal krass, wenn wir das mal übersteigen könnten. Aber mal schauen. Mal schauen. Irgendwann, dass wir es mal schaffen. So, wer hat noch rausgewuppelt? Luga Grambo 107, kannst du früher live streamen? Kann ich auch mal wieder früher anfangen? Ja, aber ich finde es am Abend so voll gechillt. Am Abend ist immer so gechillt, ich weiß nicht. Das ist das Feeling einfach so nice. Fighter vor Jim, danke für 1 Euro. Monster Pech haut 90 Cent raus, dankeschön. Und Luca Grabo 107 haut nochmal raus. 21.99 um 18 Uhr. Ja, 18 Uhr geht klar. Wir könnten auch mal um 18 Uhr einen Stream machen, klar. Können wir auch mal wieder früher anfangen. Aber ich finde halt am Abend ist es irgendwie gechillt. So um 20.15 Uhr Primetime, finde ich nice. Sebi Küsenfan, ich weiß, dass es Küsenfan heißt. Danke für 99 Cent, Grüße gehen raus. Katrin Kimmel, danke für 90 Cent. ProGamer 99.10, danke für VIP-Werden. Skrill 2020, danke für 1 Euro. Hans-Joachim Hellrung haut auch nochmal 44 raus, dankeschön. Viel danke fürs VIP werden. Kevin Woch ist VIP geworden. Kai Report 90 Cent raus. Kevin Woch haut 5 Euro raus. Grüß mich. Grüß dich raus an Kevin Woch. Marie Schulz. Hey, wie wär's mit Nefex When I Was Young am Ende als Song in der Durchgrüßrunde? Grüße an die Crew aus Potsdam. Müsste ich theoretisch mal runterladen, dass das. Oder ich spiele es ja bei YouTube ab. Ne, das geht auch. Dankeschön, Marie Schulz. Können wir mal machen. I Cry Mad Kid, danke für 3,38. Hast du meine Story auf Insta gesehen? Der 97 Merch ist einfach nur nice. Also, wenn das der Merch war, wo du im Spiegel gestanden bist und im Spiegel hat man die Xion 97 gesehen hinten, dann habe ich die Story gesehen, ja, wenn du das warst. So, Kevin Vikinger, danke für 10 Euro, beste Hund. Dankeschön. Z Lyrics, danke für 1 Euro. Wann kommt eigentlich eine neue Roomtour? Habe ich vor, ist geplant. Kann ich nur so viel sagen, ist geplant. Maurice Ost, danke für 90 Cent. 1:7 Dip-Bande, ich die markiere auf Insta wegen Merch. Lymph-Style, schau ich mir an. Ich schaue ja immer an, wer mich markiert, auch bei den Stories. CB Küsenfan, ich weiß, dass du ihn für nice, danke für 90 Cent. Austria Let's Play hat nochmal 10 Euro aus. Hallo, kennst du mich noch? Grüß mich bitte. Austrias Let's Play, kenne ich noch. Grüße geht raus, danke für 10er. Sandro Sengberger haut noch 2 Euro aus. Beste Hund, grüß mich bitte. Grüße gehen auch raus an dich. So, jetzt hauen wir mal raus hier. Liebe Leute, hauen wir nochmal einen fetten Like-Hype raus für euch. Das machen wir jetzt nochmal. Komm, alle nochmal auf den Like-Button draufpullern hier. Alle auf den Like-Button draufpullern. Holt eure Nudeln raus. Jetzt wird auf den Like-Button gepullert. Mein Gott, das ist ja fast so, wie holt eure Nudeln raus. Gehen jetzt essen hier ohne mich? Ich glaube, die gehen gerade hier ohne mich essen, ne? Guck mal, die habe ich jetzt hier im Auto sitzen lassen, weil ich hier telefoniert habe mit euch. So gesehen telefonieren, ne? Hey, Moto, Leute, danke für 2 Euro. Bestes Stream, dankeschön. Und Sandro Segenberger ist auch wieder da. Haut 2 Euro raus. Beste Hund, grüß mich bitte. Grüße geht raus. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Du bist ja nicht Hallo. Da. Du lügst. Du lügst immer. Fertig telefoniert. Ich hab unseren Sohn verloren. Was ist mit dem Auto los? Wieso? Ich bin nur gefahren, mehr nicht. Warte mal. Es war schon so hin. Du, wir brauchen unseren Sohn, wir müssen doch noch einmal wohin fahren. Das Problem ist nämlich, es ist jetzt dunkel. Wir müssen ins Auto. Ich spring da jetzt runter, wenn ihr mir nicht sofort eine Playstation gebt. Wo ist denn der Sohnemann? Wo ist denn der? Da ist es nicht. Warte, ich suche ihn schnell. Sohnemann! Wo bist denn du? Ich spring da runter, wenn du nicht sofort meine... Kein Schritt mehr! Du springst nicht runter. Kein Schritt mehr, sonst spring ich runter. Du springst nirgends runter. Ich will nur meine Playstation.
Nein, du, ich nehme jetzt mit ins Auto, jetzt fahren wir jetzt ins Motel, übernachten dort eine Runde. Mein Gott, Alter. Ich will aber in kein Motel. Da gibt's vielleicht eine Playstation. Stimmt, die haben vielleicht eine. Ja, okay, dann fahr ich. So, jetzt ist alles okay, setz dich rein. Ja. Fahren wir ins Motel. Ja. Hoppala. Will? Ja. Ups, warte mal. So. Komm, fahr mal. Ja, warte! Achso, ja, unser Sohn. Ja, hoppala. Ich hab ja unseren Sohn fast vergessen gerade. Jetzt holst du mich und dann bist du so blöd und lässt mich da. Na, alles okay. Und alle Leute, ihr könnt ja gerne mal abonnieren. Warte, ich muss zu meinem... Ich muss zu meinem Streamdeck kommen. So, ich muss jetzt nur gucken, dass ich hier irgendwie mein Auto wieder reparieren kann. Weil das ein bisschen zusammengeschossen worden ist vorhin. Bisschen ist gut. Das wurde komplett zusammengeschossen. So. Ich will eine Playstation. Na, du bist jetzt ruhig. Alter, das Auto ist wirklich komplett zusammengeschossen. Ruhe jetzt, genau. So, ne Mann. Ja. Brauchst du was von der Apotheke? Nein. Vielleicht ein bisschen Tabletten, die dich ein bisschen beruhigen könnten? Hm? Was? Ja, was jetzt? Brauchst du was oder nicht? Eine Playstation beruhigt mich. Ja, gut. Wo fahren wir hin? Wir gehen das Auto schön machen. Und Hotel? Ja, da gehen wir gleich hin. Oder Motel? Oder Hostel? Wie du ausschaust, oh mein Gott. Wer, ich? Ja, mit einem Schnauzer. Ja, lass mich. Ich kann nichts dafür, so. Wir bauen das jetzt Auto ein bisschen um, ja? Papi, du schaust aus wie ein Bedo, Papi. Ja, das ist schön. Das ist tatsächlich so. Warte mal, kann ich hier eigentlich so ein Ding... Nicht tanken? Alter, ich lass mich nur ganz schnell was probieren. So. Ah. Aua! Aua, du Koffer, ich sitz hinten! Warte mal, ich wollte noch was probieren, warte mal. Boah! Jetzt weiß ich was viel Besseres! Ich will einen Nintendo Switch! Okay. Das heißt Switch. Ich will einen Nintendo Switch! Jetzt! Ja. Was machst du? Aua! Du bist so blöd! Ich wollte ein Boot mitnehmen eigentlich, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert, ne? Das ist die Frage. Ich wollte eigentlich gerade ein Boot mitnehmen. Aber, ja. Ja, lass mich ein Boot mitnehmen. Wie wär's mit tanken? Mir geht's nicht gut. Weil ich bekomme gar nichts. Wo gehen da bitte die Lichter hin, bitte? Was ist, so ne Mann? Ich bekomme gar nichts von euch. Ja, ist auch gut so. Gar nichts. Ja. Ja, gibt's mir nicht mal meine Jacke. Wir werden jetzt was essen. Ja, und wo ist meine Jacke? Ja, die ist zu Hause, haben wir die liegen lassen. Ja. Ist ja gut so. Ihr habt schon weggehaut. Ist ja gut so für den... Aua, wo fahren wir so schnell hin? Ja, wir fahren jetzt ins Ding fahren mal, wie heißt's? Ins Diner Hostel? Fahren wir. Nein, ins Diner fahren wir. Aua! Ja, warte mal, wir müssen ins Hostel. Haha, der Typ! Haben wir jetzt angehalten? Ja. Jetzt fahr ins Diner! Wenn du so fährst wie ein Spacken, kein Wunder. Ja, sorry. Darf ja mal wo so fahren. Nein. So. Grüß Gott. Grüß Gott. Was war denn das jetzt gerade? Tschüss. Wir müssten ins Diner, wollten wir gerade gehen. Wir wollten noch was essen. Diner, deswegen fahren wir mit stark überhöhter Geschwindigkeit und drehen mitten auf der Autobahn um. Sie müssen wissen, ich habe einen Reiz da. Hallo, was haben Sie für ein Problem? Ich habe das Problem, dass Verkehrsregeln missachtet werden. Würden Sie mal aussteigen für mich, bitte? Okay. Ja, mein Na Sohn komm, ist. Klärmas! Der Bursche kann drinbleiben. Klärmas, hä? Klärmas! Hä? Bursche. Ich glaube, Sie sollten aufpassen, nicht, dass der. Bitte passen Sie auf, der rennt auf die Straße. Ja, wenn er mich angeht, dann muss ich ihn. Bursche, du Sohnemann, bitte. Bitte beruhig dich ein bisschen. Bitte beruhig dich ein bisschen jetzt. Ey! So wahnsinnig! Ja, das hast du jetzt davon. Ja, jetzt ist aus. Jetzt ist aus, Sohnemann. Jetzt soll er aufpassen. Wenn er mir noch eine mitgibt, dann muss ich ihn leider tasern.
Ja, bitte passen Sie auf, er hat eine kleine Behinderung. Ich weiß nicht, was er hat. Die Ärzte sind auch. Die Ärzte sind auch sprachlos. Sie wissen selber nicht, was er hat. Irgendwas stimmt mit ihm nicht. Okay, gut. Na gut, Sie können von mir drin sitzen bleiben. Ich will jetzt aber nichtsdestotrotz bitte mal kurz darum bitten, mir ihn vorzuzeigen. Führerschein vorzuzeigen, bitte. Ja, ja. Haben Sie? Hast du ihn? Nee, da müssten Sie aufsteigen, glaube ich. Oder ja, genau. Jetzt haben Sie? Nee, habe ich nicht. Mann, jetzt haben Sie? Ich habe ihn. Jetzt, jetzt haben Sie ihn? Ja, jetzt habe ich ihn, danke. Perfekt. Ein Moment, ich frag das kurz ab. Ja, der Junge kann auch wieder einsteigen ins Auto. Ich warte, bis wir essen gehen, bis ihr fertig seid. Ja, ja, darf ich mich einparken stellen im Diner da vorne? Nein, sie bleiben da. Ja, sie dürfen sich umparken. Ja, wer jetzt? Jetzt sagt der eine nein, der andere ja. Ja, was okay, jetzt? Okay, sie können reinfahren. Ja. Okay. Er sagt, dass sie reinfahren. Absprache am Start, wieder mal. Aber langsam, bitte. Ja, schön den einen Typen zu parken. Was machst du? Das ist ja nicht zu parken. Mir ist das nicht so gescheit. Ich hab den Anhänger neu bekommen, nicht wundern. Passt schon so, Will. Passt schon so. Der nervt mich so grundtief ab. Na, da vorne. Da vorne? Wieso? Was tut er dann? Ja, andersrum. Na, weil der so blöd da ist jetzt. Okay, naja, ja, das gleich schon mit ihm. Gut, ich hab Hammer, Kumpel. Fahrzeug ist in Ordnung, ist wird angemeldet. Wir kennen uns ja eh von vorhin. Sie haben ja. Ja. Ihr Fahrzeugschaden jetzt anscheinend auch repariert. Das ja. Ist sehr schön. Ihr Anhänger. Schöne Frau. Ein bisschen sehr lang. Bitte was? Schmeckt die Chips-Tüte? Ja, danke. Schmeckt. Ja, ist was? Ein bisschen länger, ja. Lang ist das? Das ist für ein Boot, wir kaufen uns heute noch ein Boot, wissen Sie. Okay, ja. Nur pervers. Hat er Kennzeichen, hat er nicht ganz drauf. Nee, nee, leider nicht. Das gibt's bei Anhängern leider nicht. Ja, den haben wir gefladert. Bitte? Wir haben den nicht Nein, haben wir nicht. Wir haben den gekauft drüben. Den haben wir noch nicht geklaut. Ja, haben wir ja, ich glaube, die kauft man so, die Anhänger. Kann man kaufen, ich glaube, die gibt's so zum Verkauf. Gut, ich gebe mir nochmal kurz noch ein Bußgeld mit, okay? Okay. Moment. Jetzt ziehe ich von seinem Taschengeld ab, nur dass es wissen. Ja, das können wir uns gerne machen, das ist nicht meine Sache. Erst was? So, bitteschön. Ja, wenn ich mit ihm keine Playstation bekomme, dann fahre ich zu ihm heim und. Wissen Sie? Nein, nein, das klärt mit dem Papa, bitte. Ja, ja. Daher, Sie dürfen wieder weiterfahren oder so. Nein, wir wollten ja was essen gegen ihr, deshalb sind wir ja hier. Jo, ich hol mal auf noch einen Burger, ich habe auch noch einen. Ja, ich habe echt geile Schuhe, Linie, gell? Dass wir schön rennen können im Dienst. Ja, sicher. Die auch in männlich, in blau. Ja, gibt's. Bedienung! Du Papi? Ja. Ich glaub, der Kiwara macht grad Mami an. Ach so. Das glaube ich ja nicht. Der macht ja gerade was. Der eine Alte. Sack. Mhm. Aha. Ich glaube, der geht gerade zu Mami immerhin. Mhm. Schau, wie er mitgeht. Wie er auf Arsch drauf schaut, nämlich. Ja. Bereits dann. Was gibt's denn hier so Geschmackiges? Pommes. Speisekarten. Es gibt Burger. Oh, na, geil, ich will ja doch nichts mehr. Warum nicht? Das beste Burger war im Reit hier. Oh, Alter. Oh, boah, sind die geil. Oh. Ey, du gehst da raus. Das sind. Du, das darfst dir darf's nicht sein. Alles kontaminiert. Ja, oh, lecker, lecker, geschmackig. Ja, da hab ich reingeschissen. Oh Gott. Jetzt hör auf, ah, sehr gut, lecker war. Sorry. Gut. Geh mal wieder, gell? Falls noch da bleiben, ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Ein Bier möchte ich noch, so ein Bierchen. Passen Sie auf Ihren Sohn, gell? Da kommt man nicht ganz labil vor. Ja, ja, wir passen schon auf. Ja, gehen Sie weiter. Uns passiert was. Unser Bestes. Aufpassen mit solchen Aussagen, Busche. Ja, ja. Ich will da saufen.
Ich bin schon wieder voll besoffen, Alter. Ernsthaft? Ja. Der hat's nicht gemerkt? Nein. Oh mein Gott, mit dem Anhänger auch noch. Nee, nicht. Ich hab jetzt erst was getrunken im Diner. Ach so. Immer die scheiß Kiebera. Ich hab im Diner was getrunken. Aha. Ah, das ist eh 130. Warum ist der Anhänger so komisch? Was denn? Ach, das ist weil normal. Weil du fragst. Weil du fragst, genau. Warum sind da zwei Autos vor mir? Also. Ach. Tja, so, ne Mann, so ist das halt, ne? Man muss schon ein bisschen Respekt den Polizisten zeigen. Ein bisschen Respekt, dann geht das schon. Gell? Ja. 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 Ja, du? Wahrscheinlich. Man muss schon ein bisschen Respekt zeigen. So ein Boot bräuchten wir dann später, aber. Ich würde zuerst sagen, dass wir auf die Hirschjagd gehen, oder? Uah! Hä? Wo schaust du hin? Ich hab zum Sohn geschaut. Geht doch. Ja. Bist du so dumm? Ja, passt doch. Ist also alles okay. Aber was sind wir jetzt hier? Kauf mal einmal eine Playstation. Na, jetzt ist früh am Morgen. Jetzt können wir richtig gut jagen fahren, Herr Sohnemann. Ja. Ja, jetzt gehen wir jagen. Jetzt gehen wir in den Wald und gehen ein bisschen Hirsche jagen, okay? Warum haben wir überhaupt einen Bootanhänger mit? Das weiß ich bis jetzt nicht. Ich wollte ein Boot kaufen, aber irgendwie... Ja, naja, aber irgendwie ja, was? Klauen. Kein Geld. Ja, irgendwie besser klauen, verstehst du? Dann kannst du mir auch eine Playstation klauen. Na. Oder eine Nintendo-Schwitz. Der Wichtige. Wo gehen wir hin? Also, ich muss nur ich machen, glaube ich, dass wir zusammenkommen. Oder? Ich glaube, die seht ihr dann auch, die Sachen. Ich schau mal. Dann zeigen wir uns so noch, wie das so geht. Endlich! Boah! Nicht das Fahrrad, cool. Klar. Hallo, nicht das Fahrrad! Hallo! Das Fahrrad gehört wem. Ich borg's ja nur aus! Sonnemann, kommst du man mit? Man darf sich alles ausborgen, wenn man es auch nur wieder zurückgibt. Sonnemann, möchtest du die Waffe haben jetzt, das Gewehr? Ja! Ja, komm. Warte mal, so. Dann gebe ich dir das Gewehr, warte. Da gebe ich dir das Scharfschützengewehr. So. Und die Mama, vielleicht die kommt. Mit. Geht das so? Na, pass auf, nicht auf. Hallo, nicht auf Personen zielen. Sohnemann, nicht auf Personen zielen. Nein, nicht auf. Hör auf nicht auf Personen zielen. Hallo. Hör auf, das muss ich dir abnehmen. Nicht zielen, ey. Nein. Runter damit. Hallo, tu sie runter. Wenn es wer sieht, der ruft die Polizei. Hörst du auf? Ich hab null Zuschauer. Yeah. Hörst du auf? Sonnemann, bitte hör auf. Sonnemann. Dein Bart ist eine Frechheit! Sonnemann, bitte, jetzt reiß dich zusammen, ja? Ja, okay. Oh nein, jetzt habe ich keine Munition. Jetzt muss ich wieder Munition kaufen. Warte mal. Ich habe nur ganz schön Munition. Fahren wir Gondel! Wir fahren nicht Gondel, Sonnemann. Gondel fahren! Jetzt habe ich wieder keine Munition dabei. Ja, Baby Putti ist anstrengend. Ich habe Muni. Mhm. Perfekt. Jawohl, jetzt habe ich wieder Ammo. Perfekt. So, Sohnemann, komm. Ja. Auf geht die Jagd. Rein da. Ja. Darf ich vorne sitzen? Ja, sicher. Was mit der Mutter? Ja, gut. Wenn wir wieder solanisch sind. Nein. Die Mama ist jetzt immer steck. Launisch. Jetzt steck. Du bist so blöd. Komm, Sohnemann, fahr mal. Steigst vielleicht ein? Jetzt komm, steig einfach ein. Ich bin schon längst... Ja, ich sehe das. So, dann zeige ich dir mal, wo es lang geht. Soll ich dir mal das Jagen zeigen? Ja. So. Bist du bereit für deine erste Jagdsession? Nein. Nicht? Nein. Warum nicht? Was ist denn los, Sonnemann? Ich kann nochmal aufgehalten, ich warum ich fahre 130? Ja, du fährst irgendwie. Schau dich an, Alter. Ich darf doch so fahren, das ist doch hier freies Land. Nein, darfst du nicht. Hör auf jetzt. Klar darf ich so fahren, mein Gott. So, aufpassen. Da oben ist schon mal der erste. Siehst du den Hirsch da vor uns? Ja? Siehst du den? Hm? Der Hirsch da vor uns, siehst du den? Darf ich fragen, warum ich eigentlich nicht jagen darf? Auf der Hirsch? Da links, siehst du den Hirsch? Ja. Baum. Den siehst du, gell?
So zeige ich dir, wie der Papa das macht. Jetzt pass mal auf. Ja. Papa stellt sich aufs Dach. Ja. Holt sich die Flinten. Ja. Und jetzt schaut zu und lerne. Ja. So, und jetzt, lieber Sohn? Ja. Brauchen wir ein Messer? Jetzt habe ich kein Messer gekauft. Ich gehe auch hin. Du brauchst ein Messer, warte mal. Ah, wo ist mein Messer? Jetzt haben wir kein Messer gekauft. Ich hole mal schnell eins. Brauchen wir das Messer? Hast du nicht eh was im Auto, ein Stanley? Ah, da ist es. Nein, ich habe schon eins, warte mal. So, perfekt. Ja. So, dann kommen wir mit dem Messer und schlachten das Tier. Ja. Macht einfach so. Geil. Dann können, können wir das verkaufen. Was? Und wie macht man das? Ja, eigentlich möchte ich nur, also Schlachten mach schon ich. Aber du kannst ja mal einen Hirsch abschießen, wenn du möchtest. Ja. Ja, geh mal ja, komm. Ja. Ich bin 21. Nö. Mama ist 21, ja. Ja. Die Mama ja. Brot. Und mein Sohn ist 16, das heißt, ich habe... ich habe mit 5 mein Kind bekommen, alles klar. Es gibt nicht zu jung, es gibt nur zu eng. Oh. So, der war jetzt gut. Dankeschön. Grüße gehen Siehst du, schau mal, da ist unser... Komm mal, da ist unser Nächster. Schau, siehst du den? Ja. So, da helfe ich dir jetzt. Ja. Das ist eine Frau hier. Darf ich den? Ja, den darfst du. Aber ziel genau hin. Ja. Und direkt auf den Kopf, das ist wichtig. Du musst direkt auf den Kopf zielen. Soll ich jetzt schießen? Ja, schieß. Ich weiß nicht mehr, wo er ist. Hinterm Baum ist er. Aber du musst aufpassen, der ist schreckhaft. Du musst aufpassen, ja? Na komm, soll ich dir helfen? Schau, da hinten ist der Hirsch, schau. Da ist er, siehst du ihn? Ja. Der schießt ihn. Der rennt wieder weg. Der rennt doch nicht weg. Der geht doch ganz normal. Soll ich dir helfen? Nein, ich mach das. Ah! Upsi. Du Vollidiot! Oh mein Gott, ich will meine Schusspackung. Oh mein Gott. Ruft einen Krankenwagen! Du bist so blöd! Und der ist jetzt auch weg! Ich hab meine Notruf gehabt. Der ist jetzt weg! Du bist so blöd! Wie wär's, wenn du mich mal verarztest? Das dauert ein bisschen bei mir. Kennst du mir, so. Ja! Und der ist jetzt weg! Oh nein, der ist ja auch tot! Warum war das so klar, dass mein Sohn so eine Scheiße macht? Wir haben ihn! Wir haben gerade ein größeres Problem! Juhu, wir haben ihn! Du, ich hab dich jetzt. Da ist ein Hase! Oh mein Gott. Du rennst genau um meinen Nutbaum! Das ist ja ein Schaf! Hallo? Kannst du dem Sohn jemand sagen, dass er ein Vollidiot ist? Kannst du nur so sagen, dass er ein Volltrottel ist? Bleib jetzt da! Ich hab gar nichts gemacht! Das Auto Hast du wem gerufen, oder was? Ja! Du hast deinen Vater erschossen! Mein Sohn hat mich angeschossen! Mein Sohn! Er hat gejagt! Mein Sohn hat Schwerverbrecher! Du bist jetzt leise! Wo ist die Waffe? Mein Sohn hat sie! Die Waffe? Nimm mal bitte jedem die Waffen weg! Da ist die Waffe! Waffe weg, Waffe weg! Pass auf! Waffe weg! Die Waffe weg! Mach die Waffe runter! Mach die Waffe runter! Nicht zielen auf uns! Wir tun ja jagen! Die Waffe weg! Wir tun ja jagen! Ich muss dir den Sohn leider verprügeln, tut mir leid! Butti, leg dich hin. So die Kugel ist Butti, muss dich hinlegen. Drin, also ja. Es steht außer meiner Macht jetzt. Also. Warten Sie mal mit Finger ganz tief rein, probieren Sie es. Na! Das, da Doch, kann ich Sie müssen das machen, die HIV-Gefahr ist zu groß. Tun Sie es einfach! Jetzt fahren Sie mit dem Finger rein und holen die Kugel raus! Ich stecke Ihnen meinen Finger mal rein! Nein, das tun Sie nicht! Aua. Warum passiert guten Menschen eigentlich immer so was Schlechtes? Nein, lassen Sie mein Löcher in Ruhe, lassen Sie das! Sind Sie nicht Arzt? Ja, aber
wir sind in der Wildnis, ich habe nur einen Verbandskasten mit. Ja, der hat noch ein paar Prügel kassiert, das kann er sich sicher. Also er wollte nur jagen! Tolle Rotzeige aus dem Auto, damit kann man das sicher. Er hat mir den wahren Bein hat er mir reingeschossen, dieses Stück Scheiß, Alter. Nehmen Sie ihn fest und sperren Sie ihn weg, dass ich ihn haben muss. Was? Sperren Sie so weit weg, wie es so geht. Ja. Nehmen Sie die Rohrzange. Ich hab nichts gemacht. Mit der Rohrzange holen Sie die Kugel raus. Ich hab gar nichts gemacht. Nein, das ist nicht hygienisch. Sie verstehen das nicht. Wir müssen ins Krankenhaus. Wenn der Blöde sagt, ich soll jagen gehen, er will mir jagen zeigen. Ja, kann ich das wissen, dass du so bescheuert bist und mich anschießt? Ja, wenn du durch meine Bahn läufst, vielleicht. Bin ich doch nicht. Ich wollte nur zeigen, wo der Hirsch ist. Ja. Mein super. Gott, wie kann man so blöd sein? Oh, da kriegst du jetzt auch Platz. Oh. In der Zwischenzeit gerne kostenlos abonnieren, das Glöckchen aktivieren. Vergesst doch nicht, ich bin auf Instagram aktiv, also gerne auch auf Instagram vorbeibuppeln. Ja, und auch komplett kostenlos ein Like da lassen. Dem Kollegen jetzt besser? Oder dann bringen wir den Herrn einmal ins Spital, jetzt, würde ich sagen. Bitte ins Spital, mir geht's echt nicht gut. Das ist jetzt schon die zweite Schusswunde nach 5 Minuten. Aber Sie als ehemaliges Gangmitglied, Sie schaffen das schon. Bin doch kein Gangmitglied. Nehmen Sie mich mit. Holen Sie Krankenwagen oder nehmen Sie mit, oder? Ja, ich setze Sie mal ins Auto rein, Pursche, okay? Damit so deine eigene Sicherheit. Können Sie selber aufstehen, oder? Ja, übrigens. Ich in mein Warenbein, warten Sie. Wir machen das einmal, gell? Warten Sie. Okay, Bursche. Wollen wir mal da drin sitzen und sei brav. Ist das da vorne eine Playstation? Das ist eine Playstation, ja, das ist extra für mich. Oh, darf ich? Na, du hast Handschellen drauf, das geht nicht. Ich helfe Ihnen auf. So. Ja. Ich komm gleich wieder. Ja. Ich hab mein Bein geschossen, dieses Stück Scheiße, Alter. Verreck! Im Gefängnis. Ich hab nichts gemacht. Ich schwöre, wenn der aus dem Gefängnis kommt, werden wir ihn zur Adoption freigeben. Den werden wir zur Adoption werden wir den freigeben, wenn der aus dem Gefängnis kommt. Das sage ich Ihnen. Moment. Machen Sie auf, bitte. Mir geht's echt nicht gut. Das ist mein Auto. Ja, das ist nicht mein Auto. Ja, beide nehme ich aber nicht mit. Keiner mag. Ja, nur nehmen Sie mich mit. Ist schon okay, mein Gott. Nehmen Sie einfach mich mit. Nein. Ich nehme die Frau mit. Nein, Sie nehmen mich mit. Können Sie noch den Hirsch machen? Ich nehme Sie mit. Ich nehme die Frau mit. Können Sie noch das Schaf oder so machen? Das Schaf! Hallo! Bitte! Das Schaf, ich will morgen Schaf essen. Ach, danke, dass Sie mich da hinbringen. Ja, bitte. Ja, bitte. Ich tue ja gern Schaf. Warten Sie mal, können Sie noch schnell warten? Ja, unbedingt will, dass Sie mit ihm mitfahren. Ich muss das Ding noch häuten hier, warten Sie mal. Ich häute nur ganz schnell, ich brauche das gleich. Ja, das ist nämlich ein Schaf. Da geht doch. Das Schusswunde und häutet das Viech noch. Ja. Ja, toll, danke, ist jetzt ganz frisch. Machen Sie das mit Absicht, dass es mir besser geht? Anscheinend. Jetzt haben Sie ein bisschen mehr Luft. Dankeschön. Brauche ich wirklich so einen anstrengenden Tag. Ich sage, mein Sohn ist ein Vollkoffer von vorne bis hinten. Ich hoffe, der kriegt seine Strafe und den lasse ich nie wieder raus. Ja, das wäre mit. Aber jetzt zweimal habe ich heute eine Kugel kassiert. Einmal von diesen Motorradtypen da. Und einmal von meinem eigenen Sohn. Das müssen Sie mir auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt auch wirklich so. So kann man mal hier. Koala Hio, danke für den Euro. Xio Nixon sagt, jeder aus deiner Crew hat schon gespendet, außer du. Ich muss doch was spenden, das stimmt. Naja, Schandl hat schon was gespendet. Ich muss sowas machen. Dankeschön, Koala Hio, für den Euro. Grüße ihn raus. Vorher hat auf der PS4 haut VIP raus. Richtig? Warte mal. Wir haben nichts anderes gebrochen eben. Ich? Was? Was hab ich? Ja, Sie wurden nur angeschossen, oder? Ich hab einen Streifschuss bekommen, ja. Ein Streifschuss, okay. Und ein zweiter Streifschuss. Nee, der erste war ein... Hören Sie mal zu, das erste war ein Streifschuss. Und das zweite, das war in den Oberschenkel, in die Wade. Nee, nicht Oberschenkel, ins Wadenbein. Also, das ist eigentlich nicht so schlimm, aber... Ich humpel halt jetzt, tut ziemlich weh. Ja, so. Halten Sie sich einfach was auf die Wunde, damit die Blutung ein bisschen. Ja. So, vorher auf der PS4, danke für VIP, wird XXX Temptation. Halte Mut, Mimsi. Das Alter ist von South Park, ne? Dankeschön für den Euro. Mirkan, danke schön fürs VIP werden.
Cherry Boss, wie einfach immer gleich drei Polizisten da sind. Der muss auch. Mr. Crazy, danke für den Euro. VSCXFNN, danke für 90 Cent. Nitro Gamer, die danke für den Euro. Carboch 56, danke für 2 Euro. Marcel, Nefex Soldier ist geil, Leute, ja. Muss ich mir mal anhören. Ich glaube, kenne ich das Lied Soldier? Ich glaube, ich habe es aber nicht drauf. Muss ich mal gucken. Hakimoto LOL, bestes Stream, Dankeschön für 2 Euro. Sandro Singberger, danke für 2 Euro. Beste Hunde und grüße dich bitte. Grüße ihn raus. So, dann würde ich mal sagen, weil du recht hast, Koala Hero, das wollte ich eh schon längst machen. Dann spendeln wir mal Nixon für die Koalas. Machen wir jetzt mal. So. Dann wird sich der Nixon auf jeden Fall freuen. Also mal, so. Und vor allem die Koalas werden sich freuen. Ich bin jetzt gerade in seinem Stream drin, Leute. Wie viel fehlt denn so? Aber ich sehe leider nicht, wie viel Prozent da ist. So, dann Donaten wir mal was rein. Ins Kinderheim. Ich habe ihn gesagt. Ich bin gerade in seinem Stream drin, so. Schauen wir mal. Spenden. Instagram, bla bla bla. Wo kann man eben spenden, bitte? Alle Spenden werden nachgewiesen, überwiesen, so. Instagram, freiwillige Spenden, so. Da tun wir jetzt mal was rein, Leute. So. Da würde ich mal sagen, hauen wir mal was rein. Benutzername Xyron. So, was soll man spenden an die Koalas, Leute? Was soll man denn spenden? Ja, haben wir auch mal was raus hier, komm. Mal ein Fuffi raus. So. Das ist der Sound auf die Spende. So. Finde ich, by the way, sehr ehrenhaft von Nixon, dass er sowas macht. Und wie gesagt, wir werden auch mal so einen Stream machen. Aber ich muss das, wie gesagt, das mit den Steuern abklären, wie ich das am besten mache. So, E-Mail ist Dings. So, da muss ich mich jetzt hier einloggen. Und dann würde ich sagen, hauen wir mal raus hier. Die 50 Euro Donation für die Koalas. Wir zahlen mit PayPal. Warte, wird gleich hier. Ich blende euch gleich mal ein, Leute. Das ist der Sound of a Spende. Schauen wir gleich mal bei Nixon dann vorbei. So, jetzt muss ich mich noch einloggen hier. Ist ein bisschen blöd gerade, wenn ich das hier zeige. So. Ich kann Ihnen auch helfen beim Laufen. Warte, jetzt muss ich hier aussteigen. Ja, Zusätzlichkeitswagen halt auch, warten Sie. Ja, so. Ich helfe Ihnen mal rein. Ja, ja. Ja, da hinten links, glaube ich. Ja. Jawohl. Geht's? Ja. Konnten Sie es ein bisschen anhalten, die Blutung? Ein bisschen besser geht's mir schon, ja. Und wo will ich hier wohin legen? Warten Sie mal kurz. Ich will mal mein Zimmer. Nee, das sieht nicht so gut aus. Hier. Ah nee, Administration, da bin ich auch falsch. Nee, das nicht. Wo ist mein Zimmer? Wo sind denn hier die? Oh, hier. Ah, da hinten sind die Zimmer, ja, schön. Ah, ja, da hinten, ja, genau. Ja, endlich. Ah, hier, da gehe ich rein. Ja, perfekt, genau. Ja. Ich hole gerade einen Arzt für Sie. Ja, ja, aber Sie sich keine Sorgen um mich. So machen wir das jetzt mal. Zwischenzeit, Leute. Da hauen wir jetzt mal ein bisschen was raus hier für Nixon. Für den Livestream. So, 50 Euro zahlen wir eben. Zahlet! 50 Euro! Früh mal raus hier live im Stream direkt. Ich habe das nämlich ganz vergessen, dass ich das machen wollte. Dankeschön. Für die Info. Schandel ja auch schon rausgewubbelt. So. Gut, dann schauen wir mal bei Nixon. Dann schauen wir uns das schon im Stream hier an, Leute. Fortnite ist eh kostenlos. Warte mal. Da hab keinen Arzt, gell? Insta-Aufnahme. Außer. Das ist mir gerade peinlich. Das Auto ist zuckerrot. Ich weiß. Schauen wir mal bei ihm rein. Sollte jetzt hier reinkommen. Ich weiß. So, Leute. Ich weiß. Der Muskel verklemmt. Ich habe gerade den Stream an, weil wir haben jetzt 50 Euro an Nixon gespendet für die Tiere. Das Problem ist, ich weiß nicht wegen Musik, ob er, weil er Musik drin hat, ob ich das dann muten muss, Leute. Das kann nicht sein. Weil du mit seinem Kopf drauf hast, du Penner. So. Schauen wir gleich mal, ob er hier. Die Donation, ob die ankommt. Ich schieb das zur Tankstelle, Gehen Sie zurück. Spendenfinale für die Koalas. Entschuldigung. Hey, Leute, da fehlt nicht mal viel beim Nixon. Wenn wir das jetzt hier rein. Ja, da kommt sie. Ja, ich mach mal hier aus, bevor ihr Copyright kommt. Xio eskaliert und spendet 50 Euro für die Tiere und die Koalas. So. Ja, der hat da Musik drin. Ich muss das leider wegmachen.
Und machen 50er raus. So, haben wir das auch mal gemacht und wir werden auch mal einen Livestream machen. Nur ich werde insgesamt mal was für Tiere rausballern. Jawohl, Kurtel war da unter 50 Euro gespendet. So mit dem Stream so voll random. Ja, so Leute, wir brauchen noch für 1500. Oder 200 hier voll machen, haben wir das auch. Ja. Ich nehme alles zurück über Ihren Mann. Es ist ein richtig toller Kerl. Sie sollten bei ihm bleiben, mit ihm werden wir richtig. Ist das geil? So Leute. Ja. Und reich ist er auch. Kurtel, vielen, vielen Dank für die Tiere. Ja, so. 50 Euro vom Kurtel. Wie geil. Ja, da müssen wir jetzt aber schauen, dass wir jetzt zurückkommen. So. Bitteschön, lieber Nixon. Damals ist auch mal was, wieder was Gutes getan. Hier ist ja auch gut. Mitten im Streamer gemacht. Aber siehst du, da hat er mich drauf hingewiesen, dass ich es vergessen habe. Weißt du, ich hätte es schon längst gemacht, aber ich habe es vergessen. Jetzt habe ich es einfach mal mitten im Stream gemacht. Dankeschön, Koala Hero, für 1 Euro und für die Info. Haben wir nochmal rausgewuppelt hier. Alter, aber was er schon an Donations gesammelt hat, ne? Ehrenhaft einfach, ehrenhaft für Nixon. Wir müssen auch mal sowas machen, Leute. Wir müssen mal einen kompletten Stream machen, wo wir komplett nur für Tiere mal spenden. Da habe ich eh vor, was zu machen. Am besten, da hat mir auch Andel was gesagt. Da gibt es ja diese eine Organisation, die holt sich Tiere aus der Massentierhaltung. Und die werden ja eigentlich geschlachtet und haben ein richtig scheiß Leben gehabt. Also Massentierhaltung, wisst ihr ja, ist nicht so schön, wo die einfach zusammengepfercht sind. Zum Beispiel Kühe sind in so einem ganz kleinen Käfig drin, kann man schon sagen. Das ist eigentlich wie so ein Käfig. Sind die da eingepfercht und die holen diese, also die kaufen diese Tiere. Und die Tiere kommen dann aber auf einen Hof und dürfen dort leben, bis sie wirklich sterben, bis sie von selber gehen. Und ich finde, sowas ist zum Beispiel auch eine richtig geile Sache, wo man einfach mal was hinspenden kann. Und da möchte ich auf jeden Fall mal einen Stream machen, dass wir da auf jeden Fall mal richtig sagen, wir machen einen richtig fetten Spendenstream, wo jeder einfach auf ehrenhafter Basis mal reindonatet. Und ich werde dann auch noch was dazu hauen und dann machen wir mal eine richtig fette Donation für Tiere. Weil ich finde, so Tiere, muss ich sagen, ist so eines der Sachen, das spende ich sehr gerne, weil Tiere können nicht sagen, die können nichts machen, weißt du, die sind voll uns Menschen ausgesetzt. Das ist genauso wie Babys. Babys können ja auch nichts machen. Die sind halt hilflos. Und Tiere sind genauso hilflos. Und deshalb spende ich am liebsten irgendwie an Tiere. Weil ich mir so denke, Tiere sind hilflos. Im Gegensatz zu Menschen. Weil Mensch kann sich selber aus der Scheiße rausreiten, ein Tier nicht. Weil wir Menschen sind ja selber oft schuld dadurch, dass wir zum Beispiel Fleisch essen oder billiges Fleisch essen vor allem. Dass wir dann so eine Massentierhaltung haben. Denke ich mir auch so, am besten man spendet Tieren. Das kannst du immer machen. Okay. Deshalb, wir machen das auf jeden Fall mal. Oh, da kommt wer. Ich sehe ihn auch nicht als. Ja, warte. Schatz? Ich hab mich schon ein bisschen hier. Entschuldige Sie. Hallo. Was ist los? Alles okay? Ja. Super, danke. Ich hab hier gerade einen Albtraum gehabt. Was schön. Ich leg mich nochmal hin. Was ist denn los hier? Bin ich jetzt tot? Behandeln Sie jetzt Ihren Mann oder müssen wir einen extra Arzt rufen? Ja, ich muss halt, ich weiß halt nicht. Ich fühle mich komisch. Ich weiß nicht, ob irgendwas passiert ist. Hallo, hören Sie mich? Bin ich tot? Hallo? Nein, Sie leben Hallo. Noch. Wir holen nicht raus. Oh mein Gott. Oh, ich dachte schon, ich bin Geist. Oh. Oh, hallo. So. Wir holen die Kugel jetzt raus. Ja, wir holen sie raus. Tun Sie bitte nicht weh. Jetzt eine Spritze, damit du es nicht spürst, ja? Ja. Da hier. Dann holen wir die Kugel raus. Jawohl. Jetzt wird's pieksen, ja, ganz jetzt, so. Ja, ja. Au, ich mag's nicht. So ist das so stachelig. Au. Aua. Ich bin doch schon fertig, mein Gott. Okay. Okay. Sie sind ein Mann, jetzt hören Sie auf zum Flender da. Jetzt müssen wir ein bisschen warten und dann holen wir's raus. Ja, und dann müssen wir nähen, ja, das ist... Ja. Das haben wir schon 10.000 Mal bei unserem Sohn durchgemacht, das schaffst du auch. Ja, ich schaff das schon. Ich gebe Ihnen jetzt mal das Skalpell, gell? Ja. Bitte schön. Danke. Oh, das sieht aber groß aus, das Skalpell. Okay. Ah, tun Sie mir nicht weh damit, bitte. Der große Skalpell. Bitte tun Sie mir nicht damit weh. Bitte nicht. Macht Ihre Frau, ich kann das ja nicht. Ich würde Ihnen den Arm abschneiden. Ach so, ja. Was? Ist so nicht. Ist mein. Hallo, ist so, mein Badenbein ist da das rein? Problem. Ja? Was? Ich hab. Die Kugel ist in der Bade drin. Ja, das meine ich ja. Ja. Ich piek's jetzt da rein das und musst mir sagen, ob du spürst. Ja. So, hier, piek's. Ich spür's, ja, ein bisschen, aber es tut nicht so weh. Es geht besser.
Das andere hat nicht. Na, noch eine Spritze. Juhu, so jetzt. Nochmal richtig. Und warum hast du Tattoos mal so. Und hast du die stechen lassen? Sag, wo bin ich denn hier? Bin ich hier? Bin ich tot? Wo ist dein Tattoo her, hä? Ich war auf. Ich war auf. So, ja. Und jetzt hole ich sie raus. Ja, ich spüre eh nichts mehr. Oh, die ist ja riesig, die Patrone! Ja, ich spüre eh nichts mehr. Das ist eine Riesenpatrone, ja. Oh, bist du deppert? Daher, so, und jetzt müssen wir nähen. Oh, Hauptsache im Angriff, das ist in der Beschreibung. Ja, da hat YouTube was nicht geupdatet. Ich hab's eigentlich auf GTA 5 umgeändert. Es kann sein, dass YouTube das nicht geupdatet hat. Mein Gott. Ist der jetzt bewusstlos geworden? Was? Oh. Ich hab kurz ausgesetzt. Ich war gerade voll weg. Ja? Ja, du hast jetzt auch einen Verband von mir gekriegt. Das sollte jetzt eigentlich. Ja. Oh Gott. Nervenzusammenbruch. So tapfer. Sie sind echt sehr tapfer. Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Alles okay. Fertig. Alles okay. Ja, ist das ja, alles. Das ist alles okay. Nee, es waren gerade zu viele Spritzen. Es waren zu viele Spritzen, Maus. Puh. Kurzer Kollaps. So, ja. Okay, darf ich aufstehen? Sehr männlich. Ich fühle mich schon besser. Kann ich aufstehen? Echt männliches Gangmitglied, Freund, ja. Mann. Aber okay. Vorsichtig. Ja, vorsichtig. Gangmitglied. Sie sehen, wie er sich verändert hat. Bolle. Aber. Was? Bin hingefallen. Schaffen Sie es? Ja. Das ist nur, weil das Bein ist ein bisschen taub noch. Ja, ich merk's, ich spür's halbert. Es geht aber einigermaßen. Ich glaube, es geht besser, ich kann schon wieder rennen. Naja, zumindest fast. Ah. Okay. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute, gell? Danke. Passen Sie sich auf. Danke. Sie sind ein großartiges Paar. Ich wünsche Ihnen eine lebenslange Ehe. Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Mauslige Schmerzen. Ach komm, du hast jetzt genug Medikamente bekommen. Das ja, aber es tut weh. Ich kann nicht gehen, das ist das Problem. Es fühlt sich alles taub an. Es schmerzt. Ah. Kein Mann, du bist ein... Es schmerzt. So ist das eigentlich der Sohnemann. Weißt du schon, wo der Sohnemann ist? Wo ist denn der jetzt? Ja, aber... Ist der jetzt weg für immer? Heißt das? Wo ist der Sohn? Haben sie ihn eingesperrt? Sir? Hallo? Ach übrigens. Ja? Den Sohn haben wir abgenommen. Der ist jetzt im Jugendheim. Alles Gute. Sie sind ein traumhaftes Paar. Wiedersehen. Gott sei Dank ist der Sohn endlich weg. Boah, jetzt können wir endlich Flitterwochen machen. Ich habe schon so lange drauf gewartet. Oh Leute, der Sohn ist weg. Oh. Okay, warte mal, holen wir unser Auto. Ich spüre noch ein bisschen mein Bein nicht. Entschuldigen Sie, wissen Sie wo... Excuse me, Sugar. Nenn meinen Mann noch einmal Sugar. Er hat es mir gesagt. Wag es. Du pass auf nicht, dass die Polizei kommt. Uff. Das ist der Sound auf die Spende. Ja, geht schon besser. Ja, jetzt wird's. Oh, so langsam wird's besser, das Bein. Ich spür's gar nicht. Ich spür mein Bein nicht. Gangart normal. Ah, oh, viel besser. Viel besser. Jetzt geht's mir besser. So. Dankeschön an. Dann noch rausgewuppelt. Tobi Nitsch für 5,49. Was geht, Hundi? Kauf dir Leckerli und einen Cheeseburger. Dankeschön. Grüße gehen raus, ja, an Tobi Nitsch. Dann Play. Station, Alter, danke für den Euro. Hashtag High CSGLF, jawohl, das ist ja auch noch am Titel. So, Sentinel HD haut auch einen Euro raus, dankeschön. Kannst dich auch entmuten, weißt du? Kommunistischer Xion, danke für den Euro. Kenny 1-7, danke fürs VP-Werden und Demon Dark. Jo, guckst du Anime? Und wenn ja, welches? Und was ist denn dein Lieblings-Anime? Ich schaue leider keine Animes, leider. Ich mag zwar die Zeichnungen, sind ganz choral und so, aber ich habe bis jetzt keinen einzigen wirklich geguckt, muss ich sagen. Ich habe mich dafür nie so interessiert. Bist du überfordert? Entschuldigung, ich habe gerade noch ein bisschen was vorgelesen hier. Was? So, endlich können wir unsere Flitterwochen machen. Komm, steig ein, Baby. Endlich ohne unseren Sohn. Ey. Können wir endlich Flitterwochen machen. Endlich kein Sohn mehr. Wir können endlich in die Flitterwochen, Leute. So muss das aussehen. Wir sind endlich losgeworden. Das Jugendamt hat ihn eingezogen. Alter, ist das schön. Ich sag dir, hätte ich noch eine Woche mit dem aushalten müssen. Ah. Hey. Dann hätte ich dem eine Kugel in den Kopf gejagt, muss ich dir ernsthaft sagen. So, was machen wir denn in den Flitterwochenmaus? Fliegen wir irgendwo hin? Ich habe eine Idee, komm, genau. Fliegen wir auf unsere einsame Insel. Das ist die beste Idee, die wir machen können.
fliegen wir auf die einsame Insel ohne den Sohnemann. Einfach Pisser. Ganz weit weg, .de, Leute, das machen wir jetzt. Wir fliegen. Ist das schön. Nie wieder Sohnemann. Nie wieder Sohnemann. Freust dich gar nicht, dass er weg ist. Du Masel. Freust dich gar nicht, dass er weg ist jetzt, der Sohnemann. Ich sag, das ist ja unser Sohn. Ja schon, aber ganz ehrlich, ich bin froh. Außerdem bin ich schwanger. Ja schon, also aber. Aber genau. Nein, das wird sicher anders. Ich glaube, wir werden es anders aufziehen. Wir werden es von Anfang an anders aufziehen. Von Anfang an, verstehst du? Wir werden nie wieder unser Kind so falsch aufziehen wie den hier. Das ist einfach wunderschön. Wir können endlich die Flitterwochen, ich habe wieder Geld. Wir können endlich wieder Spaß am Leben haben. Ich habe endlich wieder den Sinn des Lebens gefunden. Die ganze Zeit war nur der Sohn im Weg. Ja, ist doch so. Officer Fox scheint. Ein bisschen spät. So, auf geht's. Ist zu spät, mein lieber Fox. Rein da! Endlich, Leute. Endlich können wir in die Flitterwochen. Mit was fliegen wir? Mit dem Privatjet? Mit dem großen Jet? Mit der Lufthansa? Mit der Lufthansa fliegen? Ich hab richtig Bock. Endlich Sohn frei! Alter, wie ich mich gerade feier, weil der Sohn weg ist. So. Beste Eltern, EU West, Leute. Beste Eltern. So. Leute, jetzt wird geflogen. Wir holen uns jetzt einen Chat. Jetzt fliegen wir in die Flitterwochen. So. Würde ich sagen. Nach 16 Jahren. Nach 16 Jahren endlich befreit von diesem blöden Stück. Nein, nach 16 Jahren in die Flitterwochen. Nee, wir haben hier, hallo. Wir haben nie Zeit gehabt für die Flitterwochen. Ja, wir hatten nie Zeit dafür. Wir fliegen mit der Lufthansa. Alles okay mit deinem Arm? Ja, alles okay. Sieht ein bisschen komisch aus, ich weiß. Oh, endlich, Leute. Wir fliegen jetzt auf die einsamen Inseln. Nie wieder Sohnemann. Ich hebe ab. Ich hab nichts am Hoden. So. Hey. Was denn? Hat dein Schnauze so ekelhaft. Den solltest du auch machen. Stell dir vor, ich hätte in Real Life so ein Ding. Musti wurde für 2 Minuten inhaftiert. Das Kind nämlich. Das Kind, ja. Nein, du erst 16, ja. Stimmt eigentlich. So, Leute, wir fliegen jetzt ganz weit weg von hier. Nie wieder Sohnemann. Auch die Aussicht ist hier schön. Oh, schau mal sogar, der Jens Walz hat einen 5 raus. Beste Mann, Dankeschön an den Jens. Jens. Wie nennt man dieses, Jens. Da. So, auf geht's, Leute. Du hast dich hier angeschnallt, gell? Ja. Du musst jetzt eh schon so richtig fliegen. So, die einsamen Busen sind mich hier hinten. Wir fliegen mal jetzt hin. Warte, wir können eh direkt über die Berge. Wir sehen über die Berge fliegen. Perfekt. So machen wir das so. Mit der Privatmaschine. Die sieht sehr privat aus, ne? Die sieht wirklich sehr privat aus. Mit der Lufthansa. Ah, endlich Freiheit. Fühlt sich gut an, Leute. Fühlt sich gut an. Habe ich richtig gehört, dass du beim Nixon gespendet hast? Ja. Süß. Nee, ich habe ja darauf hingewiesen, dass ich es noch nicht gemacht habe. Und ich habe es jetzt eh machen wollen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ja. Ja. Will ich gleich raus ins Stream. Weil wir eingestimmt haben. Ich habe es halt vergessen. Habe ich gesagt, ich will raus. Geht ja, was du bist. So, da sind wir da endlich. In unserer Privatinsel. Wie hoch können wir mit dem Vogel fliegen, sag mal. Oder aus der Haft entlassen. Ich komme da nicht zu uns jetzt, auf die Insel. Das wär's jetzt. Das sind die schlimmsten Eltern. Warum hat er unsere Telefonnummer? Oder? Das sind die schlimmsten Eltern. Wie hast du dich in die Frequenz hier reingehackt? Im Airbus? Hallo? Hä? Mach das aus. Wo kommt der jetzt her? Die schlimmsten Eltern. Das ist doch...
eine Ruhe ist, hallo, wie kommst du bitte in den Funk von unserem Flugverkehr rein? Was? Wir landen mal, ne? So, Landeanflug auf unsere Privatinsel, Leute. Na, danke, Oliver, für 2 Euro. Springen wir aus dem Flugzeug raus? Nein. Wäre eine ganz tolle Idee. Alter, was ist das für ein Riesenberg, ey? Das ist ein Iceberg. Nee, Spaß. Das ist ein Berg einfach. Iceberg. So, aufpassen. Muss ein bisschen runter. Ja? Was denn? Was ist denn? Nee, wir landen hier nur. Ich hab grad Angst gehabt. Nee, du brauchst keine Angst haben. Ich bin ein guter Flieger. Ach, das schon seit 15 Jahren. So, bist du bereit? Wir landen jetzt gleich. Okay. Flaps ausfahren, perfekt. Die sind ausgefahren. Ist es nicht etwas klein? Wie gesagt, eine kleine Privatinsel. Da ist nicht nochmal ein Haus oben. Bist du wahnsinnig? Nö. Ah, oh, ich hab Durchfall. Hatte ich auch gerade ein bisschen. Jetzt geht's wieder. Ja, aber schau mal, hier haben wir die Ruhe. Also ich glaube, wir müssen das Ding ausmachen. Das ist ein bisschen laut, ne? Ah, jetzt ist ja aus. Ist doch schön hier. Endlich Ruhe. Wahnsinnig schön, ja. Ja, wir bauen uns hier ein Haus. Wie, das habe ich gekauft. Jetzt kacken gehen? Das habe ich hier gekauft. Das ist nicht schön hier. Endlich weit weg von zu Hause. Wir machen uns selber Nudeln her? Wir machen uns selber Nudeln. Wir können uns hier nichts eingekauft. Wir können hier unsere eigene Landwirtschaft können wir hier aufmachen. Guck, ja, wir haben noch nichts mitgenommen, du Idiot. Ja klar, ich habe genug mit. Schau mal, ich habe Chips, ich habe Fleisch, ich habe Leder, ich habe ein Sandwich. Wir könnten Schokolade anbauen. Ich habe auch ein Whisky und Wodka. Komm, lass mal feiern. Jetzt wo unser Sohn weg ist, endlich können wir mal feiern. Jetzt können wir mal richtig die Party rauslassen. Ne? Willst du nicht auch? Mausel, hä? Ich will die Scheidung. Ja, und damit, liebe Leute, würde ich sagen, war's das für heute. Ich würde sagen, wir hauen rein. Ich werde jetzt weiter einen Schokoriegel hier essen und auf dieser Insel schön vergammeln. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, abonniert diesen Kanal und aktiviert das Glöckchen. Lasst auch gerne einen komplett kostenlosen Like da. Wer es noch nicht gemacht hat, jetzt liken, Leute. Komplett kostenlos. Willst du auch noch was sagen, außer dass du jetzt die Scheidung willst? Abonniert mich, ich bin... Ich habe nichts verstanden. Ich glaube, niemand hat gerade was verstanden. Abonniert mich, ich bin süß! Ja. Gut, Leute, da würde ich sagen, machen wir jetzt noch eine kleine Durchgehsrunde am Ende des Angst Streams und, was ist das? Angst vor mich? Tut dir ja nichts. Ja, du schießt mich wieder nieder. Wo schießt du hin? Oh, nee! Ich habe gerade überall zwischen reingeschossen, deshalb. War gerade lustig. So, dann machen wir jetzt noch eine kleine Durchgehsrunde und dann würde ich sagen, war es das für heute, ja. So, nimmt man auch noch da? Hey, hör auf! Scheiße! Hör auf! Aua! Warum hast du Godmode drin? Weil du die Waffe rauszückt hast, ich hab Angst vor dir! Okay, dann mach ich mir auch rein. So. Also Leute, machen wir eine kleine Durchgriffsrunde. Alter, jetzt hör auf! Aua! Wasser, rein mit dir! Aus jetzt! Gehen wir hier baden, komm! Jetzt reicht's mir aber. Jetzt hör auf! Das reicht jetzt aber. Hallo, es reicht! Ah, nichts mit da! Jetzt reicht's dann aber! Jetzt reicht's! Komm weg, da! Meine Schuhe leuchten. Was ist der Familienstreit gerade hier? Der Familienstreit! Da kannst du einer Schwangeren nicht den Bauch schießen, du Arsch! Ach nee, Hey, lass mich jetzt wenigstens irgendwo hingehen, dass ich mal meine Ruhe habe und die Leute durchgrüßen kann. Bitte, danke. Nein. Ach, da werde ich mich hier einfach, Durchfall. Ja, warte mal, ich werde hier einfach, ich werde einfach Durchfall. Ich werde hier einfach No-Clip anmachen und mich hier hin platzieren. Das schaut cool aus. So, Leute, machen wir eine kleine Durchschnittsrunde. Möchtest du noch was sagen am Ende des Streams? Okay, perfekt. So, Leute, dann machen wir eine kleine Durchschnittsrunde nochmal und ich glaube, sie fliegt jetzt sogar weg. Ja, moin. Also, das schaue ich mir jetzt auch an, wie die da wegfliegen möchte. So, machen wir ein bisschen Netflix. Ey, warte mal, das schaue ich mal an. Wie kommt die da jetzt bitte weg? Das. Wie kann man? Oh mein Gott, das muss man irgendwo reinschneiden, ey. Das wird mein neues Meme hier. So, also macht eine kleine Durchgriffsrunde noch, liebe Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war heute echt extrem lustig, muss ich sagen. Also heute war mit Abstand einer der geilsten Streams ever mit dem Sohnemann. Und
Vor allem den Dad, den ich heute hier gespielt habe, der übelst Matt war die ganze Zeit auf seinen Sohn. Das war schon geil. Ich würde sagen, wir machen eine Durchgehsrunde. Und Dankeschön, Leute, für alle, die geliked haben, die subscribed haben und alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Ich weiß auch noch nicht, wer neu ist. Lasst es mich wissen, schreibt einfach Hashtag neu. Ich mache eine Durchgehsrunde. So, wir wollten raus. Netflix When I Was Young im Hintergrund. Warte, ich schau mal. Für Marie Schulz haben wir das mal reinkommen. Für die Marie hauen wir dich mal rein. So, Netflix When I Was Young. So, wo ist denn das Lied überhaupt von Netflix? Warum finde ich das hier so nicht? Netflix When I... Hä? When I Was Young? Warum kommt das nicht bei mir? Bei mir kommt nur Live Fast, Die Young. Aber sonst Netflix Backstage? Nee. Bei mir kommt das Lied nicht von Netflix offiziell. Kann das sein, dass es auf einer anderen Plattform ist? Weil ich habe jetzt auf YouTube geguckt. Ich da mal was anderes rein, so ich das jetzt reingemacht. Ich finde das hier gerade nicht. Ready to go. So. Gehen noch ein paar Leute hier durch. Wen haben wir jetzt noch alles? Den Kuchen Mods TV. Danke für den Euro, wohin geht es denn? Ja, wir sind gerade auf diese wunderschöne Insel geflogen. Dankeschön für deine 1 Euro Donation. Xion Hund Nase, also 7 hat nochmal 2 Euro. Das beste Hund, Dankeschön. Sandro Sengenberger, danke für 2 Euro. Und Lasershow machen wir am Ende. Komm, hauen wir mal raus. Marie Schulz, danke schon mal für die 5 Euro. Ich habe das Lied leider nicht gefunden. Oliver, danke fürs VIP werden. Sag zu Nixon, ich kann leider nicht spenden. Ich wollte was spenden und schöne Grüße. Manuel Redcar, werde ich ihm ausrichten. Dankeschön für deine Donation. Wuppel da raus gerade. Den Manuel Redcar kenne ich auch noch. Ja, moin. Gerade welche nächsten Aussichten auf jeden Fall, aber dankeschön. Wundert mich, warum es bei ihm nicht geht. Vielleicht wegen Tippi. Also nur Tippi, ne? Der XXXKifferXXX361, out 2 Euros. Kennst du dich noch? Bin öfters dabei. Ja, kenne ich. Den Namen habe ich mir gemerkt. Du bist der Einzige, der Kiffer als Namen drin hat. Ja, hier, der bis jetzt so datet hat. Also, wer ich ihn noch kenne. Also, grüße ihn raus. So, dann grüße ich mal. Serbischer Xion, der ist VIP. Dennis ist VIP und gegrüßt. Xion um der Nase, 107 ist VIP und will gegrüßt. 107 ist die Gang, ist VIP und will gegrüßt. Katrin Nigge grüßt mal auch. Alter, du bist schon seit über einem Jahr bist du die VIP. 1 Jahr und 2 Monate. Ey, Katrin, grüße gehen raus. Adri 08 ist auch schon seit 3 Monaten VIP und grüße gehen raus. So, dann Sandro Sengberger haut nochmal raus. Wie gesagt, das habe ich eh schon vorgelesen. So, da oben ist es jetzt. Marie Schulz ist auf Deezer. Ja gut, das habe ich nicht. Ich habe leider gerade nur YouTube hier offen. Deezer habe ich leider. Ich habe auch kein Spotify noch. Ich muss mal irgendwann mal Spotify holen. Hat irgendwie jeder. Ich habe es noch nicht. So, Andri08 wird gegrüßt. Also ich benutze immer YouTube. Deshalb, wenn immer so der YouTube-Typ ist. Patrick Star wird gegrüßt, auch ein VIP. Kribbe ist VIP und wird gegrüßt. Kennst du Animal 8 Unlimited? Kenn ich nicht, ne? Muss ich mal gucken. Ja, am liebsten würde ich aber mal zu irgendwas spendeln, was auch mal Inland ist, weil ich da besser die Übersicht haben kann, wo ich weiß, wo es hingeht, weißt du? Wenn ich jetzt an eine Organisation mache, die weltweit geht, ich bin da immer so ein bisschen zielgespalten. Ich habe da jetzt erst gestern eine Doku gesehen. Zum Beispiel bei WWF will ich zum Beispiel nichts mehr spendeln. Die sind ein bisschen falsch. Zum Beispiel. Finde ich halt so, ne? Da gibt es so Organisationen, die. Da weiß halt nicht genau, wo das Geld hingeht. Und ich bin halt eher so, ich suche mir lieber eine Organisation, die es auf jeden Fall mehr braucht, weil sie jetzt nicht so bekannt ist und wo ich auch weiß, wo es wirklich hingeht. Wie auch wirklich legit ist. Und da, wo ich dann auch wirklich weiß, das Geld kommt 1:1 dort an. Außer wenn es so. Ich weiß ja nicht, was so für eine Organisation ist, aber ich gucke mir auf jeden Fall bei mir mal in Österreich so ein bisschen durch, was es da für Leute gibt, die Tieren helfen. Ich habe da auch schon wen in Aussicht, da werde ich schon mal anfragen demnächst. Also am liebsten wäre mir, wenn ich da wirklich so einen Ansprechpartner habe, wo ich da einfach hinschreiben kann, mit dem reden kann und so. Und dann macht man sich das so aus, wenn man das macht. So, Adri08, danke auch fürs VIP sein. Grüße gehen raus. Oliver wird auch gegrüßt, ist auch ein VIP und Grüße gehen raus. Hab's auf YouTube gefunden. Ja, ich nicht. Ich habe da nur. Das Problem ist, bei YouTube weiß ich nie. Weil Netflix hat, glaube ich, ein paar Lieder, die nicht copyright-free sind. Und dann weiß ich nicht, ob ich das dann spielen darf oder nicht. Ich nehme nämlich nur die Lieder, wo ich weiß von Netflix, die sind copyright-free. Und wenn es halt jetzt nicht von Netflix offiziell auf YouTube ist, als copyright-free, möchte ich es gar nicht abspielen, weil sonst kann das Video geclaimed werden und da bin ich halt sehr vorsichtig. Weil wäre es von Netflix offiziell hochgeladen, würde ich es abspielen dann auf jeden Fall. Aber ich habe es nur von Leuten gesehen, die es nicht offiziell hochgeladen haben. So, Kuchenmods TV, ich mag Züge, tut, mag ich auch. Züge sind cool. So, Max grüß mal, Moritz grüß ich, Bauer Wolf, Laurin wird gegrüßt. Also Blauer Wolf, nicht Bauer Wolf. Blauer Wolf, Laurin grüß ich, so. Jetzt haben wir's. So, dann haben wir hier noch, warte mal, ich mach mal ein bisschen
So. Lukas grüßt dich, John grüßt Nadine, grüß ich. Joma919 grüßt dich, SVP grüßt hier. Sebi Kyson-Fan und ich weiß, dass es Zyn-Fan heißt, wird gegrüßt. Ihr seid 100k dabei, ja moin. Dann haben wir noch Blitzerfeuer, David auch grüßt, auch ein VIP. GTA Friction 107 wird gegrüßt, ist auch VIP und ist auch schon Gold. So, dann haben wir noch Gabriel, Miok, dann Bella Maries, auch wieder im Schlüssel, ey, auch fast in jedem Stream dabei, grüße gehen raus. Annalena 107 grüße ich. Also Officer Fox war aber lang drin, ne? Der ist getreut und direkt wieder rausgewuppelt. Der Arme, der kommt immer am Ende. Ich habe gedacht, der kommt heute gar nicht, aber jetzt ist schon Ende vom Stream. Hab den gar nicht gesehen. Dann haben wir Male, Dominic, Creator, Elf Gaming wird gegrüßt. Dann haben wir noch. Dann haben wir noch. GTA Gaming TV Kanal, der ist VIP. So, Kylo Force ebenfalls VIP und gegrüßt. Kann ich vielleicht, wenn ihr sucht, Mods werden? Helfe gerne Leuten im Chat. Ja, derzeit haben wir jetzt erstmal genug. Wir haben ja gestern so ein paar Leute durchgegangen. Aber wenn wir immer mehr brauchen, wir suchen uns halt die Leute raus. Wir schauen einfach, wer aktiv ist, wer reif ist und wer aktiv ist. Wir schauen uns das mal an. Und vor allem, wer auch helfen möchte. Ne? Aber derzeit haben wir genug, glaube ich. Jetzt läuft der Chat relativ gut hier durch. Also heute gab es gar keine Probleme. So, Sandro... Sengenberger haut 2 Euros. Kannst du eine Lasershow raushauen zum Ende? Natürlich, habe ich gesagt, mache ich gerne am Ende. Mr. Crazy ist VIP und wird hier auch gegrüßt und haut auch nochmal ein Like-Hype raus. Alter, heute haben wir, glaube ich, schon 4-5 Like-Hypes rausgewuppelt. Ich mache am Ende eine Lasershow, ist, glaube ich, besser. Bounce Desert. So, Queen of Noise wird auch gegrüßt, auch immer dabei. Dann Marvin YouTube grüßt mal. Kaffee OW grüße ich. LC Rizo grüße ich. Oder LC Rizo, wie auch immer man das aussprechen möchte. Maxi Wulstein grüßt mal. So, dann Noel YouTube grüße ich. Dann Kronos X ist der Beste wird gegrüßt. Chaos King 1705 grüße ich. Linza 74 grüße ich. Olga wird gegrüßt. Dann Nicole S grüße ich. Dion 57 grüße ich, oder Dion. Dann Messi 2200 ist auch wieder dabei und wird gegrüßt. Dann Pascal grüße ich. Melanie grüße ich. Obi-Wan Kenobi wird gegrüßt. So, dann haben wir noch Slilian 123 grüße ich. Dann Abik grüße ich. Lukas grüße ich. Elisabeth grüße ich. Salim Dia 107 ist die Gang wird gegrüßt. Gamer Jan YouTube grüße ich. Matti Zock grüße ich. Der Löwe wird gegrüßt. Dann haben wir jetzt noch hier Marvin YouTube grüße ich. Fabia W, FHFZC, was Name, grüße ihn raus. So, Lul Melone grüße ich, Julian grüße ich. Maisier Drotzt, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, grüße ihn raus. Oh, Körtel Turtle 107 ist da. Wird auch gegrüßt. War heute voll luftig, ja, finde ich auch, dass heute sehr luftig war. So, Dankeschön an Trip wird auch gegrüßt, schreibt Grützi, sich aus der Schweiz. So, Shaggy, Redven, grüß mal, oder Radven, wie auch immer man es aussprechen möchte. Tyler 4, grüße ich, der ist ein VIP. Und Fabrice, Syverling ist gerade VIP geworden, dankeschön. Grüße geht raus. So, Brunner 2006 wird auch gegrüßt, ist auch schon seit einem Monat VIP. Natürlich. Und Recon Max, grüß mal. Tim Steven Voss, grüße ich. Grüß mich bitte und dann bringen wir wieder Thief Simulator. Kommt auf jeden Fall, das zocken wir durch, Leute. Und Bully wird auch wieder kommen. Und Minecraft sowieso, das wisst ihr. Habt ihr jetzt schon gesehen, die letzten 2 Folgen. Kommt wieder viel auf euch zu. Aber Bully müssen wir auch auf jeden Fall wieder zocken. Und wie gesagt, Thief Simulator werden wir komplett durchzocken. Komplett. Da haben wir aber glaube ich, schon fast die Story durch. Da müssen wir, glaube ich, noch einmal streamen, dass die Story durch. Also nächster Thief Simulator Stream ist, glaube ich, dann wirklich der letzte. Weil dann ist wirklich die Story komplett durch. Dann können wir es aber immer noch spielen, wenn wir zum Beispiel bei 1-7 Kacke bauen wollen. Wäre auch lustig. So. Dann haben wir Fox Officer grüße ich. Dann Tarja grüße ich. Ich kann's halt. 1-7 grüße ich. 1-7 Martin grüße ich. Green Gamer 6666 grüße ich. Julian grüße ich. Erik grüße ich. EZZ wird natürlich auch gegrüßt, genau. Gegrüßt. Was ist der Unterschied zwischen Mod bei YouTube und Discord? Bei YouTube bist du halt Mod, weil du auf YouTube supportest. Und bei Discord bist du halt Mod, weil du auf Discord supportest. Sind aber zwei Paar Schuhe. Also es ist nicht so, dass wenn man zum Beispiel Mod ist, im Chat direkt auf dem Discord Mod ist, weil es halt zwei Paar Schuhe sind. Ich sehe es halt so, ne? Und dass zum Beispiel die Mods, viele Mods, zum Beispiel Team und so, die sind zum Beispiel bei beiden Mods, aber das ist halt zufällig. Es ist nicht so, dass jeder, der Mod ist, auf YouTube direkt bei Discord auch Mod ist. Da wuppel ich halt die Leute mal zurecht. Ey, Camaro A2321 wird auch gegrüßt. Der ist jetzt auch Mod hier. So, dann haben wir da noch... Real Life Mod muss ich auch mal wieder bringen, stimmt.
2 Monate lang keine Real-Life-Mod mehr gebracht durch die Streams, man kennt's. Sascha Brandt wird gegrüßt, danke fürs VIP-Werden. Socho Elhammer wird gegrüßt. Dann Cruise Kevin grüße ich, oder Kruse Kevin. Grüße gehen raus als VIP. Der echte John ist auch VIP und wird auch gegrüßt. Toni grüße ich, Johann grüße ich. Dann Leo wird gegrüßt, Bad Brother grüße ich, der Trist Fox wird gegrüßt. Zockerbrot wird mit einem Herz gegrüßt. So, ein Kollege heißt Diego. Dann grüßt man einen Kollegen vom Fabrice, der heißt Diego, natürlich. Dann Mehmet grüße ich. Marie Schulz, sorry fürs Nerven. Ist die Donation mit Link angekommen? Leider nicht. Nee, ich glaube, Links werden sowieso ausgeblendet bei Donations, weiß, was ich weiß. Mit Absicht so. Das ist mit Absicht, weil wenn du einen Link postest, könnten theoretisch Leute in dem Stream, weißt du, kannst du jeden Link dann reinposten und dann gehen Leute auf so einen Link drauf oder so und dann muss nur ein Trojaner oder was drin sein und dann laden sich da Leute irgendwas runter und deshalb ist das komplett deaktiviert, was ich weiß. Ist schon Standard so, also nicht wundern, Links werden glaube ich gar nicht eingeblendet. Habe ich leider nichts durchbekommen, Marie. Aber trotzdem danke für die Donation, ich werde mir sonst das Link mal raussuchen, sonst schaue ich, ob das Copyright Free ist, dann kann ich es nächstes Mal spielen, also kann ich mal durchgucken. Ich brauche eh mal neue Lieder von Netflix. Muss ich mal gucken. Also vielen Dank für deine Donation. Ne? Beste Grüße gehen raus. Ich werde mir da ein bisschen, werde ich mich schlau machen bei Netflix. So, Tapsi 2014 mit gegrüßt. Dann ist auch schon länger dabei, ne? Red Legend wird auch gegrüßt. Dann Justin One Officer O oder 0 Fox 7 Eins wird gegrüßt. Muss mal was aussprechen. Dankeschön fürs VIP werden. So, Kleenox ist auch da. Ja, wie immer pünktlich zur Durchgrüßrunde immer wieder. Kleenox wird auch gegrüßt. Auch schön, dass du hier bist. Warte mal, wie lange bist du jetzt schon VIP? Mal gucken. Seit 4 Monaten schon, ja moin. So. Dann haben wir noch. Markus, grüß mal. Dann Chris Nemloville. Grüß mich bitte, Keuler. Natürlich, grüße ihn raus. Ist ja auch ein VIP. Siehst du, das ist der Vorteil der VIP. Du wirst immer gegrüßt. Außer ich übersehe es, aber das passiert fast nie. So, Hagim und Kajum werden auch wieder gegrüßt, bitte da am Stissel. LS Fox YouTube grüße ich. Dann DJ Orgy 44 oder Jordi DG, wie ich das aussprechen soll, weiß ich nicht. Grüße gehen raus. Julian grüße ich. Mirai Black grüße ich. Sam Roof grüße ich. Heißt Valentin und Lukas. Achso, dann Valentin und Lukas grüße mal. Adventure Sky Mini grüße ich. It's North Cryer grüße ich. Ist auch immer noch dabei. Leonie Lovegood Potter grüße ich. Also Lovegood Potter. Grüße gehen raus. So, dann haben wir noch. Schau einfach mal, ist auch von Netflix drauf auf YouTube, echt. Also ich google es nämlich, gucke extra, dass ich auf Netflix seinen Kanal komme, da habe ich es gefunden. Ich werde mir das genau angucken. Sandro Sengberger, danke für 5 Euro, hab den Stream gestern bis zum Ende geschaut, musste in die Schule, war mir egal. Alter, gestern haben wir aber echt lang gestreamt, wieder über 4 Stunden. Aber heute auch relativ lang, 2 Stunden. Also für GTA ist das relativ lang. So. Slime Gamer wird auch nochmal gegrüßt, der wünscht uns allen gute Nacht, dankeschön. So, ID zockt, grüß mal. Das ist nicht ID zockt, sondern ID zockt. So, Lego Bursche, grüß mal. Dann Noel YouTube grüße ich. Justin W 1524 grüße ich. So, James TV wird gegrüßt. Also 7 Brudi grüße ich. Könntest du Schandl von mir knuddeln? Mach ich, Marie. Wird eh immer geknuddelt von mir. Die Schandl. So, dann würde ich sagen, wir machen noch die letzten 20 für heute. So, den Fruchttiger grüße ich. Andi 187 Mas grüße ich. So, dann haben wir noch Jojo YouTube. Und Kylo schreibt, er ist immer dabei. Und hab kein Discord, kannst dich bei mir melden. Wenn. Jawohl, mach ich. Das ist der Sound of a Spende. Mach ich. Ich seh dich eh mal im Chat, Brudi. Ich seh dich immer im Chat. Den Kylo vor uns. So, liebe deine Videos, Livestreams. Ey, dankeschön. Kiffer 361, danke. So, vielen Dank für deine Donation. Und du bist ja auch VIP, ne? Hab ich gesehen. Auch ehrenhaft. So, Naru, Sasu, 22, danke fürs VIP sein und Grüße gehen raus, auch seit einem Monat jetzt VIP. Dann haben wir noch Merle wird gegrüßt. Merle, LSD ist geil, wird auch gegrüßt. Montana Brot 01 grüße ich. So, die Pizzasocke wird gegrüßt. Sascha Brandt ist neu dabei als VIP, beste Grüße gehen raus. So, Xion-Fan 01, Love, Xion wird gegrüßt, ist auch ein VIP. Team Troxy ist VIP und wird auch gegrüßt. Alter, so viele VIPs haben wir schon. Wir müssen mal durchgucken, wie viele wir schon haben. Hört ja gar nicht mehr auf. So, dann haben wir noch die letzten 13 Leute. LP mit Maxi ist auch ein VIP. Wir gegrüßt, natürlich. So, Marion 127 grüße ich. Dennis Sam TVD grüße ich. Den können wir auch noch.
Alon, grüße ich. Und die letzten 10 machen wir jetzt noch. Jessica 107, ehrenhafter Name. Dann Ryan wird gegrüßt. Mirja, grüße ich. Dann Lia, Lebensmittel wird gegrüßt. Dann Georgie, grüße. Und die letzten 5 machen wir noch. Den haben wir da. Den Foxy Game 107, grüß mal. Violetta wird auch gegrüßt. Ist auch ein einzigartiger Name, irgendwie Violetta. Kaum jemand heißt so. So, dann haben wir noch den Geilo Killer und die letzten 2 machen wir jetzt noch. Dann haben wir dann noch Kleinex grüße ich und zu allerletzt den Olympics Gamer 1. Olympics Gamer 1, ist das richtig? Ich hoffe. So, da haben wir den auch mal gegrüßt. Und dann sind wir hier eigentlich mal fertig, würde ich sagen. Und ich hoffe, wie gesagt, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen, dann wisst ihr, wie es läuft. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Bin, glaube ich, im Februar 6 Monate VIP, oder? Warte, muss ich mal nachgucken. Mal gucken hier. Ah, sehe ich hier nicht. Du musst was reinschreiben, Marie. Da sehe ich das hier gar nicht. Marie muss was reinschreiben, dann sehe ich das nicht. Ja, das Problem ist, man muss wirklich reinschreiben, weil wenn du ihr donatest, komischerweise wird dann das nicht eingeblendet, das Icon. Weil sonst kann ich das leider nicht sehen. Muss ich mal gucken. Aber ich gehe jetzt eh mal alle durch. Ich will mal gucken, wie viele da sind. Oh, warte mal, Pascal Doa ist noch am Ende. Alter, Pascal, du bist immer am Ende da. Auch seit 5 Monaten VIP und beste Grüße gehen raus. Vielen Dank. So, jetzt haben wir es aber wirklich. So, jetzt wirklich, Leute. Also, Dankeschön fürs Zusehen und Marie Schulz, ich glaube, du bist auch schon länger dabei. Das muss schon auf jeden Fall länger sein, weil bis jetzt sehe ich dich fast immer im Stream. Das wird schon länger sein. Ah, jetzt sehe ich es. Warte mal. Seit 4 Monate steht hier. 4 Monate. Aber dann werden es bald 5 Monate sein, schätze ich mal. Auch nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Da bist du bald bei dem silbernen Icon, bist du dann bei 6 Monaten, genau. Dann kriegst du Silber, da kommt das Gold. Und nach dem Gold, wenn man 2 Jahre ist, bekommt man das Diamant-Icon. Da bin ich schon gespannt, wer der Erste sein wird mit dem Diamant-Icon hier. So, also liebe Leute, da würde ich sagen, war's das für heute. Haut rein, der Hund verabschiedet sich und ein wunderschönes Tschüssikowski, meine Lieben. Und ich habe euch ja versprochen, wir hauen noch mal eine Lasershow raus, ne? Das habe ich euch versprochen. Ja, hätte ich fast nicht gemacht jetzt gerade, ne? Fast nicht, aber natürlich kommt noch eine Lasershow. Warte mal. Wenn sie funktioniert, ich hoffe, warte mal. Zacke die Boom. 3. Ja. So muss das sein. Lasershow. Ich hab's wieder kaputt gemacht. Ich mach's immer kaputt, warte mal. Mach mal sie von neu. So. Mach sie immer wieder kaputt, wisst ihr? Jetzt machen wir sie richtig. Jo, da wünsche ich euch noch was Schönes. Schlaft gut, habt noch einen schönen Abend. Bis auch immer. Damit ein wunderschönes Tschüssikowski.